Herzlich willkommen bei Digitale Optimisten, der Podcast, der dir die erfolgreichsten Gründer und Ideen der nächsten Generation vorstellt. Und zwar direkt aus dem Herzen der Digitalisierung, dem Silicon Valley. Ich bin Alex und ich rede heute mit Hanna, Co-Gründerin und CEO von Localize. Hanna ist eine der ganz, ganz wenigen, die es aus Deutschland in den Y Combinator geschafft haben. Falls ihr den nicht kennt, der Y Combinator ist eine der berühmtesten Startup-Schmieden, bei dem schon milliardenschwere Unternehmen wie Dropbox, Stripe oder Airbnb angefangen haben. Hannas Startup Localize kümmert sich um einen super interessanten Markt, den vielleicht nicht alle sofort auf dem Schirm haben. International Relocation. Ein großes Wort für etwas eigentlich Simples. Stell dir vor, du hast ein Unternehmen und bist auf der Suche nach fähigen Leuten. Viele finden gute Arbeitnehmer mittlerweile immer häufiger im Ausland. Diese Leute dann ins Land zu holen, ist oft nicht so leicht. Du musst Visa beantragen, Behördengänge machen und so weiter. Und wenn der Arbeitnehmer dann im Land ist, muss er sich erstmal zurechtfinden. Wie finde ich eine Wohnung? Wie mache ich Altersvorsorge? Was für Versicherungen brauche ich? Und so weiter. Das Ganze ist heute schon ein Markt von 60 Milliarden, der dazu noch sehr schnell wächst. Localize macht das Ganze super einfach für das Unternehmen mit einer Softwarelösung. Ihr Geschäftsmodell ist ziemlich klar, allerdings werdet ihr im Laufe des Gesprächs feststellen, wie viel Musik in dieser Idee ist. Wir sprechen über eine ganze Menge. Hannas Weg zur Gründerin, warum sie mit ihrem sehr jungen Unternehmen direkt international expandiert, wie zur Hölle man eine Go-to-Market-Strategie für ein B2B-Unternehmen aufbaut, was die drei Sachen waren, die sie im Y Combinator gelernt hat, warum ihr Gründerteam aus drei Frauen, ich zitiere, absolut unweibliche Fähigkeiten hat und was die dreisteste Frage war, die ein potenzieller Investor die Gründerin gefragt hat. Bei letzterem wirst du sehen, da hat es mir im Gespräch auch ein bisschen die Sprache verschlagen. Hanna ist eine der sympathischsten Gründerinnen, die ich bisher interviewt habe. Ihr werdet sehen, wir lachen eine ganze Menge zusammen und Hanna plaudert sehr frei über die Vision ihrer Firma. Am Anfang sage ich noch, dass ich auf meine Anglizismen achten möchte, aber du wirst sehen, dass ich das leider sehr, sehr schnell vergessen habe. Schreib mir unbedingt deine Meinung zu Hannas Idee auf www.digitaleoptimisten.de/Hanna. Wenn du den Podcast bei iTunes, Spotify oder wo auch immer du ihn hörst mit 5 Sternen bewertest, hilft mir das sehr, mehr Menschen zu erreichen. An das Ende dieser Folge packe ich die drei Sachen, die ich persönlich aus diesem Gespräch gelernt habe. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch von Hanna und mir. Hanna, willkommen bei Digitale Optimisten. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich bin schon gespannt, auf welche Themen wir jetzt alle kommen in den nächsten Minuten. Ja, und wir machen das Gespräch auf Deutsch. Wir haben uns vorher geeinigt. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viele Anglizismen benutzen. Wir können ja einen kleinen Counter machen. Wer mehr benutzt, verliert. Aber ich muss direkt mal anfangen mit deiner Selbstbeschreibung bei Twitter, die ich fantastisch finde. Du schreibst, du bist ein Engineer who doesn't like numbers, consultant who doesn't like finance. Warum magst du keine Zahlen? Ich weiß nicht, das Lustige ist eigentlich, ich hätte früher niemals gedacht, dass ich keine Zahlen mag, weil ich auch immer, ich war in Mathe gut, ich war in Naturwissenschaften gut, aber ich habe jetzt doch festgestellt, wenn ich mich mit anderen vergleiche, dass mir so die kreativen Sachen deutlich mehr liegen und dass ich einfach, ich glaube, es hat ein bisschen was auch mit Geduld zu tun. Ich glaube, das ist halt wirklich so der Knackpunkt. Ich weiß, ich habe mich im Studium auch durch Mathe 1, 2, 3 gequält, aber dann halt wirklich so 3 Stunden an einer Aufgabe zu sitzen, Zahlen hin und her zu schieben, das liegt mir einfach nicht. Also ich glaube, das ist halt eher das Problem. So Probleme lösen, finde ich spannend, aber so wenn, ich meine, ich glaube, sowohl Finance als auch da war der erste Anglizismus, verdammt. als auch eben, wie gesagt, so alles, was mit Mathe Programmieren zu tun hat. Das sind alles einfach Sachen, die erfordern Geduld. Da muss man auch mal lange an einem Thema sitzen. Und das ist glaube ich, eher das. Meine Aufmerksamkeitsspanne ist etwas kürzer. Ja, das ist interessant, weil wenn man, ich habe mich natürlich ein bisschen darauf vorbereitet. Und du hast natürlich wahnsinnig viele Interessen. Du hast als Journalistin über Lateinamerika geschrieben. Dich interessiert Sonnen- und Windenergie. Du hast bei der Gesellschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeit gearbeitet. Das ist ja wahnsinnig viel. Warum, also aus diesen ganzen Interessen, warum hast du dich dafür entschieden, Engineering zu studieren? Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen gemacht, weil, also zum einen mein Bruder hat das gemacht, das war einfach, das war dann so das, wo ich dachte,
Naja, da habe ich schon mal was, das ist vernünftig, meine Eltern waren zufrieden. Aber vor allem war es für mich so ein bisschen was, da konnte ich verschiedene Sachen kombinieren. Und das ist, glaube ich, so das, was sich bei mir so ein bisschen durch den Lebenslauf zieht. Ich kann nicht lange an einer Aufgabe sitzen. Ich glaube, deswegen war meine dümmste Idee auch irgendwie mal zu promovieren zu wollen. Weil ich halt wirklich, mir liegt es halt tausendmal eher, mich in verschiedene Sachen einzuarbeiten. Und Wirtschaftsingenieurwesen war einfach das, wo ich mich am wenigsten festlegen musste. Mhm. Und deswegen dachte ich mir, super, kann ich trotzdem irgendwas mitmachen. Meine Eltern sind happy. Genau. Ja, cool. Okay, das heißt, du hast es schon angesprochen. Du hast eine gute Karriere in der Uni gemacht, hast mal geguckt, ob Promotion das Richtige für dich ist, hast dich dann aber entschieden, in die Welt der Berater zu BCG zu gehen. Wie hast du den Schritt empfunden, raus aus der Welt der Akademie in die Beraterwelt? Ja, ich glaube, bei mir, es war immer so, ich wollte eigentlich nie in die akademische Welt. Das war so mit der Entscheidungsfindung, es war ganz interessant, weil ich so im Studium, ich habe auch immer so ein bisschen was von allem nebenbei gemacht, war halt viel im Ausland, habe eigentlich während des Studiums eher so in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet, also sowohl eben in der Dominikanischen Republik als auch in China. Und mein Bruder hat das eben auch, also so unsere Lebensläufe haben sich immer so ein bisschen überschnitten. Der war eben 7 Jahre in Laos. Und das heißt, da habe ich so ein bisschen mitbekommen, dass es dann auch tatsächlich schwierig ist, dann irgendwann den Schritt wieder nach Deutschland zurückzugehen. Das heißt, ich habe dann auch festgestellt, so okay, Entwicklungszusammenarbeit, ich fand es immer so ein bisschen schwierig, weil ich eher das Gefühl hatte, so ein bisschen symptomatische Bekämpfung. Und dann auch so dieses, okay, es ist schwierig, nach Deutschland zurückzukommen. Deswegen war dann bei mir die Überlegung, ich möchte gerne in Deutschland anfangen. Ich möchte erstmal irgendwie Fuß fassen, damit ich dann nochmal ins Ausland gehen kann, aber auch wieder zurückgehen kann. Und dann hatte ich im Endeffekt 2 Möglichkeiten. Oder 3, na, eigentlich waren es nur 3, weil ich hatte nie Praktika irgendwo im Konzern gemacht. Das heißt, so Direkteinstieg in der Wirtschaft, da wollte mich damals einfach keiner. Mhm. Dafür war mein Lebenslauf auch ein bisschen zu exotisch. Das heißt, ich hatte entweder die Möglichkeit, direkt ins Startup zu gehen, die Promotion zu machen oder eben in die Beratung zu gehen. Und das Startup, ich hatte damals einfach überhaupt keine Anknüpfungspunkte damit. Und ich hatte dann ein Angebot, was damals in Köln gewesen wäre. Das heißt, da dachte ich so, habe ich noch nie gewohnt, ich wollte lieber in Berlin bleiben. Und dann war so, okay, Beratung oder Promotion. Und ich war relativ jung, noch als ich mit dem Studium fertig war. Ich glaube, im internationalen Vergleich wahrscheinlich alt, aber für Deutschland noch jung. Und alle meine Freunde haben noch studiert. Das heißt, dann dachte ich so, naja, wenn ich jetzt in die Beratung gehe, dann haben alle anderen hier einen schönen Sommer und ich muss arbeiten. Und dann habe ich einfach gesagt, ich fange lieber die Promotion an, habe nochmal so ein bisschen verlängertes Studium. Und hatte mich damals auch eigentlich im Lehrstuhl ganz wohl gefühlt. Aber dann war es halt wirklich so nach 2 Monaten, wo ich so 2 Monate mal an einem Thema gearbeitet habe, wo ich gemerkt habe, so, boah, nee, der ist jetzt noch 3 Jahre zu machen, auf gar keinen Fall. Ich hatte BCG dann eben schon abgesagt und hatte dabei wirklich gemerkt, so, das ist es nicht. Und es war schon ein schwerer Schritt, dann wieder zurückzugehen und zu sagen, kann ich doch noch bei euch anfangen? Sie haben mich zum Glück genommen wieder. Und von daher war das im Endeffekt für mich auch so, okay, ich kann dann wirklich nochmal in diesen wirtschaftlichen Bereich reingehen. Ich habe Abwechslung und so diese Herausforderung ist irgendwie ganz spannend. Habe das dann doch gemacht und das war auch die richtige Entscheidung. Ja, also erstmal toll, dass du die Chance hast. Ne? Das haben ja ganz wenige. Von daher, das ist ja schon cool. Jetzt bist du dann bei BCG und hast ja wirklich einen unheimlich interessanten Background. Du hast ja, wie wir eben schon gesagt haben, wahnsinnig viel gemacht. Hast du dann so ganz klassische Beraterprojekte gemacht oder warst du dann vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob es auch in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit oder ob es da auch Projekte gab? Wie war das für dich? Also das ist, bei BCG hast du ja auch die Wahl zu gucken, also es gibt ja verschiedene Wege, du kannst ja selber sagen, okay, möchte ich gerne auch mal internationale Projekte machen, möchte ich gerne vielfältige Projekte machen oder möchte ich mich auf eine Praxisgruppe festlegen. Mhm. Und deswegen hatte ich, obwohl ich eigentlich aus dem Energiebereich komme, hatte ich dann auch die Möglichkeit, viele andere Projekte zu machen. Ich habe viel im Bereich Nachhaltigkeit zum Beispiel gemacht, das fand ich echt cool, das hat mir super viel Spaß gemacht, habe aber auch im Automotive-Bereich mal reingeschaut und ich muss sagen, das macht BCG schon echt gut, also sie suchen auch sehr gezielt Leute mit exotischem Hintergrund, ich habe damals ursprünglich mal gedacht, die werden mich niemals nehmen, weil ich jetzt nicht der klassische Einser-Kandidat war, sondern ich glaube, mein Lebenslauf zeichnet sich eher dadurch aus, dass er sehr bunt ist und ich so viele verschiedene Sachen mitbringe und das hat BCG auch extrem gut gemacht, dir dann auch die Möglichkeit zu geben, dich nach deinen Stärken zu entfalten. Von daher habe ich da eigentlich auch wieder querbeet durch die Bank alles gemacht und es war aber bei mir, es war dann halt so, ich wusste eigentlich von Anfang an, dass ich nicht
extrem alt werden in der Beratung, hatte auch so diese Gründungsidee schon immer in mir. Und es war eine unglaublich tolle Lernerfahrung. Ich bin auch, also ich muss auch sagen, auch die Kollegen, also ich bin immer noch ein großer Freund von BCG. Es ist halt natürlich extrem intensiv. Man muss schon wissen, worauf man sich einlässt, aber ich glaube, vor allem irgendwie nach dem Studium ist es perfekt. Also man lernt einfach wahnsinnig viel in der kurzen Zeit. Ja, ich weiß noch, als ich habe ganz ähnlich wie du auch nach der Promotion bin ich auch in eine Beratung gegangen. Ich weiß noch, mein erstes Projekt habe ich immer bis 3 Uhr nachts gearbeitet. Und das war für jemanden, der sonst gewohnt war, wenn die Promotion nicht läuft, auch mal einen Tag lang im Park spazieren zu gehen, war das gar nicht so einfach, wenn der Projektleiter mit der Peitsche hinter einem steht. Aber naja, das kann ich gut verstehen. Das heißt, der Wunsch, was zu gründen, war eigentlich die ganze Zeit schon in dir. Wie hast du das gemerkt? Oder wie hast du, warst du, du hast gesagt, du hast in Berlin gewohnt. Ich glaube, du bist auch nach Hamburg gezogen. Ne? Genau, oder für BCG dann. Also ich wollte dann gerne wieder in Norden und habe dann gesagt, ich gehe nach Hamburg. Ja. Und hast du dann, wie hast du es gemacht? Also hast du dann den, hast du vielleicht gesucht, etwas nebenberuflich erstmal zu starten? Hast du den Kontakt in die Startup-Szene gehalten? Oder hast du an einem MVP gearbeitet? Wie bist du da, wie hast du diese kleine Flamme versucht, am Leben zu halten? Ich glaube, die ursprüngliche Flamme kam echt schon so 2010, 2011, also ganz, ganz früh. Und das war aber eher damals noch so, ich bin schon relativ früh ins Ausland das erste Mal, also mit 15 nach Argentinien und habe dann, ja, bin immer wieder ins Ausland gegangen und da war irgendwann mal so diese Idee, ja, es ist ja immer schwierig, also ich meine, gut, damals war es, ich sag mal so, gab es ja auch noch nicht so viel Auswahl, was jetzt so Plattformen und so weiter angeht wie jetzt, aber es gab ja schon ein Angebot und deswegen war damals eher so meine Idee, ja, so eine Art, weiß ich nicht, eine etwas digitalere Version als einen Blog zu machen, wo man dann ein bisschen mehr Informationen hat und so weiter. Und damals haben dann aber alle gesagt, oh, Travel-Bereich ist ja schon schwierig und da gibt es schon super viel, wie willst du dich da abgrenzen? Und ich hatte natürlich auch überhaupt keine Ahnung von allem, was so Software und so angeht. Deswegen war dann immer, habe ich da dann, ich weiß doch, das war das allererste Mal, da ist, glaube ich, sogar eine Freundin von mir. Es gab in Schleswig-Holstein irgendwie eine gratis Patentberatung oder so. Ich glaube, da habe ich dann eine Freundin von mir irgendwann mal hingeschickt nach Kiel. Also das hat überhaupt, überhaupt nichts gebracht. Aber das war halt total spannend, weil das halt immer, also da war halt wirklich schon so der Grundbaustein. Und dann hat sich das so ein bisschen immer wieder, also es gab dann immer wieder so Punkte, wo ich das so aufgegriffen habe. Während des Masters in Berlin hatten wir dann so ein Businessplan-Seminar. Da haben wir dann an der nächsten Version gearbeitet. Da wollten wir dann aber eher, sag ich mal, so eine Art Blog machen für internationale Studenten in Berlin. Und da war es aber so, dass wir es alle am Ende gelassen haben, weil ich bin dann nach Shanghai gegangen. Die andere ist irgendwie, hat, glaube ich, einen Job angefangen und so weiter. Deswegen hat sich das dann auch nicht ergeben. Dann habe ich es, glaube ich, nochmal aufgegriffen, als ich in Italien war fürs Auslandssemester. Da war auch nochmal wieder so ein Businessplan, so ein Businessplan-Seminar. Und was aber super spannend war, ist, dass man dadurch dieses ganze Feedback, das hat halt unglaublich weitergeholfen, weil ich glaube, der eine Professor in Italien meint dann so, ja, was willst du mit den Studenten, die haben doch irgendwie kein Geld, wie willst du das denn monetarisieren? Mach das doch eher für Arbeitnehmer oder vor allem auch für, keine Ahnung, Akademiker, Professoren, die halt auch immer wieder wechseln. Und so gab es halt immer mehr Input. Und das Spannende war dann eigentlich dadurch, dass ich Promotion abgebrochen habe, kam halt so dieses, okay, ich will damit jetzt was machen, weil ich dann natürlich Zeit hatte, ich wollte mein Semester noch zu Ende machen, also für meine Studenten. Und habe dann halt gesagt, okay, dann nutze ich die Zeit, guck mal, ob ich irgendwie mich für Exist bewerben kann, ob ich ein Team finde und so weiter, also eigentlich noch vor BCG. Aber damals dachte ich noch so, naja, gut, ich guck mal, aber es wird sowieso nichts draus. Und habe dann angefangen, eben mich einfach so ein bisschen mit Leuten zu unterhalten, aber dann war wirklich dieses Problem, ein Team zu finden. Und dann bin ich eben für BCG nach Hamburg, habe da angefangen und dann kam das in Hamburg alles so ein bisschen. Da habe ich in Hamburg irgendwie Leute gefunden. Dann haben wir so ein bisschen echt so angefangen, mit der Idee, die Idee weiterzuentwickeln. Mhm. Und da war auch meine Mitgründerin Lisa dann mit an Bord und Franzi dann eben auch. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir bewerben uns jetzt einfach mal auf Exist. Hatten dann noch ein, zwei andere Leute mit an Bord. Das Gründerstipendium vom Bund, oder? BMWI ist es, genau. Das dauert ja auch mal ein bisschen länger, da muss man schon ein bisschen Zeit einplanen. Mhm. Ja, und dann haben wir die Zusage gekriegt und habe ich gesagt, okay, jetzt, dann gehe ich bei BCG eben auch raus. Und das hat uns extrem geholfen, so diese Barriere zu überwinden, das Risiko dann einzugehen. Also wirklich zu sagen, okay, wir haben jetzt halt ein Jahr Zeit, kriegen halt das Gehalt und können wirklich mal ausprobieren. Mhm. Von daher, das war halt was, wo ich im Nachhinein sagen muss, hat uns extrem geholfen. Und dann sind wir zeitgleich noch in den Next Commerce Accelerator in Hamburg gekommen.
Und das war dann halt wirklich so das, wo wir gesagt haben, okay, wir machen das jetzt, wir geben dem jetzt halt mal dieses Jahr und versuchen halt wirklich das auf die Straße zu bringen. Und dann hat es halt super gut funktioniert. Also von daher, genau. Ja, wir reden gleich über deine Firma. Was echt, also ich finde, lass mich mal eine Sache verstehen. Das heißt, du, diese Idee, was in einer internationalen Mobilität zu machen, die hattest du schon recht früh, sagst du. Und dann hast du mal hier ein Seminar gemacht und da und dann hat es sich ein bisschen konkretisiert. Und dadurch, dass dann, aber alleine, was mich interessiert ist, irgendwann hast du ja, okay, ich bewerbe mich jetzt auf das Stipendium. Also irgendwas muss ja den Ausschlag gegeben haben. War es dann, weil das Team richtig war oder weil du gedacht hast, hier habe ich vielleicht eine Variante dieser Idee entdeckt, die wirklich einen Pfad hat, was Tolles zu werden. Was waren diese Elemente, um dann zu sagen, okay, ich schicke wenigstens mal eine Bewerbung ab? Ich glaube, es war tatsächlich eine Kombination aus beidem. Also einmal war es halt so, dass wir sind dann halt irgendwann auf die Idee gekommen und haben gesagt, okay, wir machen das wirklich auch für Unternehmen, die internationale Mitarbeiter einstellen. Das heißt so, dass wir da gemerkt haben, da ist ein Weg, das Ganze zu monetarisieren. Auch technologisch gibt es da Möglichkeiten. Und dann aber auch wirklich das Team. Also ich glaube so, dass du nicht mehr alleine bist, sondern dass da Leute sind, die das mit dir machen und dass du auch immer weiter, wir waren dann auch in diesem, ich glaube auch während ich bei BCG war, haben wir ab und zu schon mal irgendwo gepitcht, haben dann Feedback darauf bekommen. Du hast halt so gemerkt, okay, es geht schon irgendwie weiter. Also, und das ist auch das, was ich jetzt, oder was man irgendwie so merkt, ich glaube, man muss sich schon wappnen, weil man natürlich extrem viel schlechtes Feedback auch kriegt und nicht jeder liebt deine Idee und du musst dich extrem beweisen. Aber so schon dieses, okay, es gibt auch immer mal wieder so Lichtblicke, wo dann doch jemand sagt so, ist doch gar nicht so doof, was ihr da macht. Und ihr habt eine Chance. Jemand, der dir irgendwie dann Geld gibt, wenn du dieses Stipendium, also wenn du dann wirklich merkst, okay, du hast eine Chance, und dann wird es irgendwie wahrscheinlicher oder dann wird es so möglicher. Dann denkst du, okay, klar, es ist ein harter Weg, aber ich hab eine Chance, ich will die Chance irgendwie ergreifen. Und hast du, also ich meine, manchmal müssen ja the stars have to align, ich muss ein Anglizismen auf meiner Seite machen, aber manchmal ist es ja so, da fällt alles zusammen. Und wie war die Situation für deine Mitgründerin? War das ähnlich, dass sie gesagt haben, okay, wir sind bereit für was Neues, musst du die überzeugen? Ja, ich glaube, das war tatsächlich eher so ein Prozess. Es war nicht so von einem Tag auf den anderen. Bei Franzi war es zum Beispiel ganz witzig, die hat ihre Promotion gemacht und hat aber auch Zeit nebenbei. Also hat dann, glaube ich, nur, ich weiß nicht, 20 Stunden an der Uni oder so und hatte dann Zeit und hat dann gesagt, so, ja, ich möchte auch gerne was nebenbei machen und ist dann mit an Bord gekommen, hat dann irgendwie viel gemacht. Lisa hatte noch einen Job und hat nebenbei studiert und hat dann einfach gesagt, so, ja, ich, weil sie halt auf diesem Bereich kommt, sie ist halt die HR-lerin und hat dann am Anfang gesagt, so, ja, ich helfe euch, ich mache da so ein bisschen mit und ist dann halt wirklich so langsam reingerutscht. Ich weiß halt, dass ich sie am Anfang, ich habe sie dann irgendwann mal gefragt, so, ja, und auch fürs Exist-Stipendium, so, ja, willst du dann irgendwie da mitmachen und dann das und das und weil sie eben auch Studentin war, hat das halt super gut gepasst. Und dann ist sie ja mit reingekommen und dann hat sich das aber, haben wir sie halt immer mehr absorbiert. Also sagt sie auch so, damals hast du mich gut mit reingezogen. Das war, glaube ich, einfach so ein Prozess. Ja, cool. Und das heißt aber, irgendwann muss es ja, das heißt, ihr redet darüber, ihr macht so kleine Baby-Steps und hier ist was. Aber irgendwann kriegt ihr das Stipendium und ihr trefft die Entscheidung, okay, wir machen es. Und ihr setzt Tag 1, ich weiß nicht, ob ihr schon ein Büro gemietet habt, wahrscheinlich nicht oder vielleicht doch, und sitzt zum ersten Mal zusammen und sagt jetzt, das ist jetzt ein Jahr, habe ich jetzt die Chance, hier was auszusehen. Was war das für eine Situation? Erinnerst du dich an diesen ersten Tag? Den gab es nämlich nicht und das war die kleine Katastrophe. Das war unglaublich witzig, weil ich auch noch, ich glaube, wir sind dann richtig gestartet erst zum März und ich war dann aber im März nochmal im Monat reisen. Genau. Ja. Und ich war dann irgendwie einen Monat auf Sri Lanka und Bali. Und ab April ging dann der Next Commerce Accelerator los. Aber im März hatten wir eben schon ein Stipendium und haben auch eigentlich losgelegt. Aber ich war eben nicht vor Ort. Und das Witzige war, wir hatten dann auch ein Büro über Exist. Und dann dachte ich so, naja, ist ja gar kein Thema. Lisa und Franzi sitzen dann da zusammen. Und dann war so ein absoluter Clash von unseren, wir kommen aus komplett unterschiedlichen Arbeitskulturen. Ich komme aus der Beratung, Franzi aus der Wissenschaft und Lisa aus dem HR-Bereich. Das heißt, Franzis Approach war eher so, ich sitze zu Hause und löse mein Problem. Und so nach 2-3 Wochen habe ich dann irgendwann gedacht, so, ich dachte, warum passiert da irgendwie nicht so viel? Bis ich dann festgestellt habe, dass die beiden nie zusammen im Büro saßen, sondern Franzi einfach zu Hause war, munter vor sich hingearbeitet hat. Und Lisa hat, glaube ich, 2-3 Wochen damit verbracht, weil wir noch überlegt haben, ob wir einen neuen Namen suchen. Hat, glaube ich, 2-3 Wochen lang wirklich einen Namen gesucht für uns,
weil sie hat auch keiner hat sich darum gekümmert, sie dann irgendwie mit an Bord zu holen, ihr zu erzählen, was wir da überhaupt noch so machen. Mhm. Und da habe ich halt einfach, ich bin einfach davon ausgegangen, also Franzi macht das schon, aber das ist halt wirklich total witzig, weil in der Wissenschaft bist du es halt eher gewohnt an einem, also du arbeitest allein an einem Thema und löst deine Probleme und dieses Ganze, ich hole jetzt 10 Mitarbeiter an Bord und irgendwie Manager und so weiter, das ist ja, also das lernst du da ja nie so richtig und deswegen war es, das ist so ein unglaublich witziges Learning, wo ich halt wirklich gemerkt habe, so okay, krass, da mussten wir dann auch erstmal lernen, wie wir zusammenarbeiten, wie wir kommunizieren, weil ich natürlich dann gesagt habe, auch so schön Beratung immer irgendwie, so, wir sitzen jetzt hier bis 10, wir arbeiten, wir ziehen jetzt hier durch und so weiter. Und das ist natürlich schon sehr harsch, auch von der Kommunikation. HR ist natürlich wieder komplett anders. Und das war am Anfang so, da brauchen wir so 2-3 Monate, um uns da aneinander zu gewöhnen. Obwohl wir uns halt super lange kannten. Mhm. Aber das war halt wirklich am Anfang, das ist halt immer so eine witzige Anekdote, wo einfach zum Nachhinein denkst du, ja. Ja, ich glaube, das muss ja auch wahnsinnig schwer sein, oder? Weil ich meine, einerseits natürlich die Kulturen, aber du musst es ja an der Stelle auch, jede Software, nutzt ihr Slack oder die kleinsten Entscheidungen, ja, wollt ihr über E-Mail kommunizieren, wer baut die Website oder wer nimmt die Dienstleister an Bord, der die baut, was waren denn so die ersten Entscheidungen, die ihr treffen musst, als ihr die Kommunikation etabliert hattet? Ich glaube, es war halt also einfach durch Exist auch geprägt. Du musst auch gucken, wie du deine Gelder verwendest. Das heißt, da hast du am Anfang super viel administrative Sachen. Und ich glaube schon, dass wir haben am Anfang länger gebraucht für dieses ganze Setup, weil wir halt nie, keiner von uns, ich meine, Lisa hat bei Good Games gearbeitet, kam so ein bisschen so am ehesten noch aus der Startup-Richtung, aber niemand war vorher mal im Start und hat das Ganze mit aufgebaut und kannte, also wusste überhaupt, was man da irgendwie machen soll. Deswegen war es für uns auch in dem Moment extrem hilfreich, dass wir den NCA noch dabei hatten, die uns dann auch durch diese ersten legalen Schritte geführt haben, die uns dann den so ein bisschen... NCA? Was ist der das? Next Commerce Accelerator, bei dem wir dann mal, genau. Okay. Das heißt, das war für uns extrem hilfreich, aber deswegen, es hat schon gedauert, auch dieses, wie verteilen wir unsere Rollen? Also da hatten wir am Anfang super viel Bewegung drin, wer macht irgendwie was? Das fand ich echt spannend, also deswegen so diese Phase, da erstmal reinzukommen, es hat, glaube ich, echt schon ein halbes Jahr gedauert, bis wir da dann wirklich, auch, wie machen wir Produktentwicklung? Also es war, wir haben uns das alles selber beigebracht, keiner von uns hat vorher jemals irgendwas mit Software gebaut und das waren halt so Sachen, wo du natürlich erstmal lernen musst, wie das Spiel überhaupt läuft. Das glaube ich, ja. Aber lass uns gleich noch mal über, wie du auch deine Firma jetzt führst und wie ihr das macht. Das interessiert mich wahnsinnig. Lass uns vielleicht einmal kurz verstehen, was macht Localize? Unser Ziel ist es, internationale Mobilität zu vereinfachen. Also das ist so das, wo wir herkommen. Wie gesagt, wir haben alle selber viel im Ausland gewohnt und so wofür unser Herz auch schlägt. Und wir richten uns jetzt im ersten Schritt an Unternehmen, weil da natürlich, das ist so als, für, sag ich mal, Go-to-Market, aber auch für die Monetarisierung der erste Schritt, aber auch so, was die Software macht, ist, dass wir den kompletten Prozess sowohl für das Unternehmen, aber eben auch den Kandidaten, also den International, begleiten. Also alles wirklich von Visum, Wohnungssuche, Bankkonto, Versicherung und so weiter. Da haben wir eben auf der Software 2 Seiten, also für HR ist es so eine Art Case-Management-Tool. Man hat Zugang zu allen Dokumenten. Auf der anderen Seite ist es eben der International, der sein eigenes Dashboard hat und dann durch den kompletten Prozess durchgeführt wird. Also dann eben sieht, welche Dokumente muss ich hochladen für mein Visum, wo muss ich mir einen Termin buchen, wann muss ich wohin gehen, welches Bankkonto passt zu mir, wo finde ich eine Wohnung und dann halt wirklich über die Software durch den ganzen Prozess geführt wird. Und das Ziel ist halt wirklich langfristig, was wir eben auch, also wir binden ja auch Banken und Versicherungen eben alle an. Das heißt, so diese Plattform, also den Marketplace aufzubauen, da ist auch super viel, das ist so das, wo langfristig ja super viel Potenzial noch dahinter ist, weil du dann natürlich auch für, ich sag mal jetzt auf die EU gesehen, für Mobilität innerhalb der EU, da brauchst du dieses Thema Visum natürlich nicht, aber du brauchst halt alle anderen Themen. Und wenn du dann sagen kannst, okay, bei uns bekommst du halt wirklich alles, wir helfen dir durch diesen Prozess und wir machen dieses ganze Thema ins Ausland gehen viel, viel zugänglicher fürs Unternehmen natürlich auch, wenn du halt sagst, okay, wir erleichtern das Ganze, Thema Visum und eben auch alles, was dahinter kommt, dann senkst du halt eigentlich diese Hürde, jemanden aus dem Ausland einzustellen. Und ich glaube, das ist halt was, wo unglaublich viel Potenzial hinter ist. Auf der einen Seite natürlich wirtschaftlich. Fachkräftemangel wird immer stärker. Das heißt, die einzigen Länder, die ja eigentlich einen Überschuss haben, sind Entwicklungsländer. Es kommen immer mehr Leute aus Indien, Nigeria und so weiter. Und für die ist es natürlich auch eine Chance. Das heißt, da ist für mich auch wieder so dieses, das ist eigentlich eine viel bessere Form von Entwicklungszusammenarbeit auch, weil du den Leuten eine Chance gibst,
sie kommen nach Deutschland oder in die USA. Und natürlich hast du dann immer so das Argument Brain Drain, aber viele gehen dann auch wieder zurück oder schicken Geld zurück. Das heißt, da hast du dann eigentlich so diesen, da hast du eigentlich noch ein unglaubliches Potenzial. Und auch natürlich gesellschaftlich, dadurch, dass du sagst, du machst die Gesellschaft diverser, du öffnest die Grenzen. Und was ich immer am spannendsten finde, ist, dass es aus volkswirtschaftlicher Sicht Sinn machen würde, die Grenzen zumindest für Immigration abzubauen, weil, also dass es gesamtwirtschaftlich weltweit einen positiven Effekt hätte, das halt eigentlich so diese ganzen Visum zu kompliziert zu machen, eigentlich total kontraproduktiv ist, aber es ist natürlich politisch gerade etwas schwierig zu verkaufen, deswegen versuchen wir halt dann trotzdem, trotz dieser, sag ich mal, politisch gesetzten Hürden, den Prozess zu vereinfachen, wenn wir einfach daran glauben. Okay, verstehe. Das heißt, im Grunde genommen baut ihr eine Software, die zwei Vorteile hat. Das eine ist für den Arbeitgeber, ne, eine einfache Art und Weise, diesen ganzen administrativen, der sich ja wahrscheinlich auch stark unterscheidet, je nachdem, welches Land, wo der Arbeitnehmer herkommt und in welchem Land man selber sitzt, das zu vereinfachen und ja auch wahrscheinlich die Fehlerquote zu reduzieren, die Schnelligkeit zu erhöhen. Das ist ja wahrscheinlich auch bares Geld für viele. Ja. Und auf der anderen Seite den Arbeitnehmer durch diesen Prozess zu führen, aber nicht nur durch den legalen Prozess, sondern auch durch den, ja, den, wie soll ich sagen, Integrationsprozess. Ja. Und ich kann dir sagen, also als ich bin ja auch in die USA gegangen und hier mit Google, und das darf man gar nicht unterschätzen, weil allein der administrative Aufwand in die USA zu gehen ist natürlich groß mit dem Visum, das ist keine Freude, aber auch der Prozess hier anzukommen, und es sind kleine Entscheidungen, das kann man sich vielleicht gar nicht so, und das hört sich jetzt vielleicht auch albern an, aber plötzlich, wenn man in einer neuen Umgebung ist, muss man ja jede kleine Entscheidung neu treffen. Also so eine kleine Entscheidung wie, und das ist ja wirklich die kleinste, die ich mir vorstellen kann, welche Frühstücksflocken kaufe ich mir? Habe ich vielleicht in Deutschland immer in das Regal gegriffen, und das macht ihr jetzt nicht, ja? Und diese Entscheidung muss ich ja geistig plötzlich voll treffen. Das heißt, ich mache ja keine Routine mehr. Aber, und das ist wahrscheinlich das, was euch viel mehr interessiert auch, okay, wie klappt das denn hier mit dem Credit Score? Oder wie kriege ich denn hier eigentlich eine Wohnung? Wie läuft das? Auch Lieferdienste. Es ist Lieferung. Total, du brauchst ja wirklich 10 neue Apps oder 20 neue Apps und Accounts. Also alleine das ist ja das. Ja, ja, okay, und jetzt, das habe ich verstanden. Und jetzt erzähl doch mal kurz, wie läuft das denn bei den meisten Unternehmen aktuell ab, wenn sie nicht Kunde von euch sind? Ich glaube, die größte bestehende Lösung sind Agenturen, die im Endeffekt dasselbe abdecken können, was wir halt auch machen, außer dass sie in den meisten Fällen eben keine Software haben. Das fehlt dann natürlich so ein bisschen. Aber der Punkt ist, dass die Services, dadurch, dass es extrem manuell ist, ist es super teuer. Und ich glaube, das Segment, für das wir natürlich nicht interessant sind, sind wahrscheinlich so hohe, sagen wir mal, hohe Management-Level, die halt einfach jemanden wollen, der vom Flughafen abholt, Händchen hält die ganze Zeit und so weiter. Aber all diejenigen, die, sag ich mal, eher auf dem mittleren Gehaltsniveau sind, da ist das Unternehmen auch nicht bereit, irgendwie 20.000 Euro oder so zu zahlen. Das heißt, da ist dann oft die Lösung, okay, ich bezahle eine Agentur, die machen dann aber nur Visum, vielleicht noch Wohnungssuche, wenn ich Glück habe, und alles andere muss man dann irgendwie so ein bisschen selber herausfinden. Mhm. Das ist eigentlich das Problem, dass man dann sagt, okay, wir sparen dann halt eher und dadurch wird der Service dann aber schlechter. Und bei uns ist es so, dadurch, dass die Kunden, mit denen wir arbeiten, das sind eben oft Tech-Unternehmen zum Beispiel, die viele Entwickler einstellen, und das sind eben auch Leute, die sind bereit, gewisse Schritte selber zu machen. Die stört es nicht, wenn sie jetzt eben, sag ich mal, selber zum Einwohnermeldeamt gehen müssen. Die müssen nur wissen, was sie machen. Also das heißt, du musst ihnen Informationen geben. Und was wir halt immer so ein bisschen sagen, ist, es ist 80% des Services für 20% der Kosten. Und genau, das ist der Approach. Okay. Das heißt also, angenommen, ich bin jetzt ein Arbeitnehmer und will jetzt von Deutschland in die USA. Das heißt, ich kriege einen Link zu einer Plattform und da steht da drin, Alex, du musst dich jetzt anmelden. Oh gut, in den USA muss man sich nicht anmelden, aber du musst jetzt ein Bankkonto machen. Das sind die Optionen. Da hat vielleicht ein Arbeitnehmer günstige Konditionen. Das heißt, ihr macht sichtbar, welche Schritte nötig sind. Ja. Genau. Und zum Beispiel wenn es jetzt um Anmeldung geht. Bei Anmeldung wäre es dann so, wir haben dann schrittweise den Prozess aufbereitet. Das heißt, Schritt 1 ist, wir sagen, aha, okay, FYI, du musst dich anmelden. Ne? Das sind halt so die Basisinformationen.
Dann wird gesagt, okay, hier findest du dein Einwohnermeldeamt in der Stadt. Dann haben wir da alle Links hinterlegt. Dann wird gesagt, wie buchst du deinen Termin? Dann auf dem nächsten Screen ist dann, okay, das sind die Dokumente, die du zusammentragen musst. Und dann bist du quasi aus diesem Prozess dann abgeschlossen. Also das sind halt wirklich so diese Schritt für Schritt durch den ganzen Prozess durchführen. Verstehe, okay. Lass mich noch verstehen. Das heißt, seid ihr Konkurrenten zu den Agenturen, ja, die du beschrieben hast? Das heißt, eigentlich wollt diese Intermediäre wollt ihr ersetzen mit einer direkten Kontakt zwischen den beiden. Interessant. Und eine Sache, die mich interessiert ist, die auch, glaube ich, schwer einzuschätzen ist für mich im Vorfeld, ist, wie groß ist eigentlich dieser Markt? Mhm. Hast du da eine Zahl oder eine Idee? Ja, es gibt super viele verschiedene Zahlen. Also aktuell, ich glaube, was weltweit für Relocation-Agenturen ausgegeben wird, sind irgendwie, weiß nicht, 60 Milliarden. 60 Milliarden? Ja. Aber das ist natürlich, also unser Segment wäre jetzt aus meinem Gefühl her noch größer, weil wir natürlich, wir öffnen den Markt quasi für ein Segment, was aktuell noch keine Services bekommt. Das heißt, da kannst du auch zum Beispiel über Studenten reden oder über alle, die eben, sag ich mal, niedrigere Gehaltsniveaus haben. Und das heißt, dann kannst du dir zum Beispiel die Zahlen angucken, wie viele Leute pro Jahr nach Deutschland kommen, wie viele pro Jahr nach den USA kommen. Dann hast du einmal Mobilität aus Drittländern, dann hast du Mobilität innerhalb von der EU. Das heißt, das ist halt nicht so dieses, okay, es gibt halt jetzt diese eine Zahl, sondern wir setzen das halt immer so ein bisschen zusammen. Was aber super spannend ist, ist zum Beispiel in Deutschland hast du halt im Moment eine Wachstumsrate von 50% pro Jahr. Das heißt, also Visa aus Drittländern, Einwanderung aus Drittländern wächst irgendwie mit 50% pro Jahr. Wow. Vor allem für Arbeit, also genau, Arbeitsvisum. Kanada wächst, glaube ich, auch mit 20%. Also da merkt man schon, dass so diese Einstellung aus dem Ausland ist halt einfach ein Segment, was wegen dem Fachkräftemangel immer stärker wächst. Okay, das habe ich verstanden. Und jetzt habt ihr die Firma ja in Deutschland gegründet. Wir reden aber hier in San Francisco miteinander. Was ist oder warum sind wir jetzt in San Francisco? Warum reden wir nicht in Hamburg miteinander? Und ihr macht das für deutsche Unternehmen, das ist ja ein großer Markt, der wächst ja mit 50% jedes Jahr. Ja. Wie ist jetzt die Entscheidung gekommen? Also ich kann es auch anders fragen. Vielleicht stelle ich die Frage ein bisschen anders. Denn das ist natürlich ein interessanter Markt, aber ihr habt natürlich sehr viel Komplexität, nehme ich an. Ne, denn es hängt ja davon ab, in die Kombination aus zwei Sachen, wo ist das Unternehmen und wo ist der Arbeitgeber? Und entsprechend in der Kombination gibt es ja ganz verschiedene Ausprägungen, was man machen muss, vielleicht wie die Visa-Restriktionen sind. Das heißt, wie denkst du über Internationalisierung nach und warum ist jetzt dieser Schritt in die USA? Was wir halt immer machen, also wir decken die Märkte erstmal nur inbound ein, also quasi erstmal Deutschland, du machst quasi alle Länder, die nach Deutschland reinkommen. Das heißt, da hast du natürlich wieder Überschneidung, das heißt, klar hat jede Botschaft gewisse andere Regularien, aber die Bestimmungen sind ja die gleichen. Das gleiche bei den USA. Also natürlich hast du, in den USA ist das sogar noch ein bisschen zentralisierter, aber natürlich gehst du zu einer anderen Botschaft, je nachdem, ob du aus Indien oder aus Brasilien kommst, aber dann, sag ich mal, die Information, die du vor Ort auch brauchst, das ist ja das Gleiche. Ach so. Das heißt, dieses Bankkonto, Wohnungssuche und so weiter. Das heißt, wenn du quasi erstmal Märkte inbound abdeckst, das ist halt eigentlich was, wo du super viel Überschneidung bei Informationen hast. Kritisch wird es dann halt, wenn du halt versuchen würdest, okay, ich decke jetzt alles ab von USA nach Indien und Australien nach Nigeria und so weiter. Mhm. Aber das Interessante ist, weil Migration passiert ja auch immer in Kanälen. Das heißt, wenn du kannst ja eigentlich angucken, was sind halt so die 10 größten Inbound-Märkte, was sind die 10 größten Outbound-Märkte und damit kannst du schon einen sehr großen Teil der Migration abdecken. Okay, das heißt, du sagst jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt in Deutschland bist, dann kann man sagen, okay, x Prozent der Migration, der Fachkräftemigration kommt aus, weiß ich nicht, Indien oder USA. Ja. Und da weißt du dann, okay, weil du diese Kombination aus beiden Ländern abdeckst, kannst du, ich hätte jetzt gedacht, dass es schon einen größeren Unterschied macht, ob man jetzt zum Beispiel ich kann es jetzt nur aus den USA sagen, die Caps für die verschiedenen Visa sind unterschiedlich und ich glaube, man hat auch andere Hürden, über die man springen muss. Bei H1B zum Beispiel, ja, genau. Aber bei den L1, also bei dem Intercompany Transfer, zum Beispiel nicht. Oder auch bei O1, da sind die Bestimmungen auch relativ ähnlich. Also das heißt, im Immigration-Bereich hast du noch die größten Unterschiede. Das ist in Deutschland halt auch ähnlich. Also in Deutschland hast du zum Beispiel, jede Botschaft hat eine andere Dokumente, die sie halt anfordern. Also das variiert manchmal nur so ein bisschen mit irgendwie, ja, der braucht 3 Fotos oder der braucht 4 Fotos. Mhm. Aber da muss man natürlich dann immer gucken. Aber es gibt schon, es gibt halt relativ großen gemeinsamen Nenner. Okay, Hannah, und wo steht ihr aktuell mit Localize?
Wir sind ja jetzt seit letztes Jahr im November in Deutschland offiziell am Markt. Davor haben wir eben eine kurze Testphase gemacht mit ein paar Unternehmen. Seit im November hatten wir, glaube ich, die ersten Umsätze. Das waren, glaube ich, so 200, 300 Euro. Da waren wir sehr stolz drauf am Anfang. Seitdem ist es aber ganz gut gewachsen. Wir sind, wir sind jetzt schon im, was ist das, fünfstelligen Bereich angekommen. Also von daher, also das jetzt nur innerhalb von Deutschland. Und dann haben wir eben während der Zeit im Y Combinator in den USA gelauncht, haben dann festgestellt, okay, in den USA ist die Stimmung gerade mit dem ganzen Thema Immigration etwas schwierig. Das sorgt halt so ein bisschen dafür, dass die Barriere größer ist für Unternehmen, das Ganze zu nutzen. Also dass sie halt wirklich sagen, okay, ich probiere da jetzt einen neuen Service aus, man kommt halt schwieriger rein als in Deutschland. Das ist halt immer ein großes Vertrauensthema. Also du musst eigentlich erstmal beweisen, dass du das Ganze machen kannst. Mhm. Und dann, also erstmal ist so dieses, ich sag mal so, da zählt halt wirklich so dieses Job erfüllen erstmal deutlich mehr, als wie jetzt seine Nutzererfahrung ist oder wie digital das Ganze ist. Deswegen ist das halt einfach so ein Thema am Anfang. Und dann haben wir gesagt, okay, wir launchen auch in Kanada, weil Kanada ist im Endeffekt das komplette Gegenteil von den USA. Also so, ich sag mal so, je schwieriger es in den USA wird, desto leichter wird es in Kanada. Und die ziehen eben all die Talente, die in den USA gerade nicht reinkommen, ziehen sie halt an. Und Kanada hat echt viel gemacht in den letzten Jahren, um Immigration zu vereinfachen. Und da passiert auch unglaublich viel. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen in Kanada. Da war ich irgendwie noch eine Woche in Toronto, habe da mit Unternehmen gesprochen. Und da merkt man auch, da ist die Stimmung irgendwie echt eine andere da. Da sind die Leute offen für, das klappt total gut. Und deswegen ist Kanada im Moment für uns so ein Thema, so ein Land, wo wir uns auch echt erstmal drauf fokussieren. Weil ich glaube, wenn man dann Kanada macht, ist der Schritt in die USA nicht mehr so weit, als wenn man es eben von Deutschland aus macht. Und deswegen werde ich jetzt in den nächsten Monaten noch viel hier vor Ort sein, werde hier das Team aufbauen. Dann wollen wir hier versuchen, so langsam in den Markt reinzukommen. Der Fokus ist aber halt erstmal noch auf Europa, weil wir da natürlich, da sitzt der Großteil des Teams, da haben wir eben unsere Kunden bisher. Und auch innerhalb Europas haben wir natürlich noch ein Potenzial zu wachsen. Ja, genau das interessiert mich, weil klar, wir können noch gleich, mich interessiert sehr viel, aber was mich auch interessiert, ist eure Zeit beim Y Combinator. Bevor wir darüber sprechen, der Markt ist ja auch in Deutschland riesig. Jetzt habt ihr schon eine tolle Wachstumskurve, ihr macht Umsätze, was ich toll finde für ein B2B-Unternehmen, wo das wahrscheinlich gar nicht so leicht ist, überhaupt Umsätze zu machen erstmal und Kunden zu gewinnen, was vielleicht der Pitch ein bisschen länger dauert. Aber jetzt habt ihr ja, wenn du jetzt sagst, okay, fünfstellige Umsätze in Deutschland, wahrscheinlich ist ja ein unglaubliches Wachstum allein in Deutschland. Und jetzt geht ihr in die USA durch den Y Combinator und nach Kanada. Wieso? Also eigentlich habe ich zwei Fragen. Die erste Frage ist, warum jetzt? Und die zweite Frage ist, wie einfach ist eure Software zu skalieren? Ist es wirklich einfach nur, und jetzt mache ich es mal super einfach, ich tausche quasi die Checkboxen aus, die nötig sind? Oder ist da auch noch mehr dahinter? Weil ihr arbeitet ja mit Unternehmen zusammen. Ja, das heißt, die haben ja wahrscheinlich auch nochmal ganz eigene Richtlinien. Jetzt habe ich hier zwei Fragen auf einmal gestellt. Fangen wir mal mit der ersten an. Komm ich mit klar. Das erste ist okay. Ne? Warum jetzt der Zeitpunkt? Das ist natürlich, es ist halt echt ein Stretch. Also als Unternehmen mit jetzt irgendwie knapp 10 Mitarbeitern oder, weiß nicht, 7, 8 Vollzeitstellen, ist es natürlich ein krasser Schritt jetzt zu sagen, gut, wir machen jetzt einfach mal international. Da muss man auch aufpassen. Also ich glaube, das ist die größte Herausforderung, dass man sich trotzdem fokussiert und sich nicht zu viel auflädt. Das ist halt auch das, wo wir ganz bewusst sagen müssen in den nächsten Monaten, okay, was machen wir und was nicht. Gleichzeitig ist es aber tatsächlich so, ich glaube, gut, ohne Y Combinator hätten wir es auch nicht gemacht. Ich glaube einfach, weil du jetzt natürlich einmal so den Schritt in den Markt reingemacht hast. Was wir jetzt eben erstmal machen wollen, ist hier eine Testphase mit bestimmten Unternehmen, um halt an den Punkt zu kommen, wo wir jetzt in Deutschland schon sind, zu sagen, es funktioniert alles, wir haben alle Prozesse glatt gezogen, jetzt können wir da eben hochskalieren. Das zum einen. Und das andere ist halt so ein bisschen, es hat aber auch eine Auswirkung auf die Mentalität des Unternehmens und das Produkt. Also jetzt dieser stehende Schritt jetzt zu machen, hat uns geholfen, das Produkt halt direkt skalierbarer zu denken. Mhm. Das heißt, das ist halt schon mal gut. Und du bist einfach, ich finde so dieses, den Schritt auch zu gehen, für die Unternehmen ist es natürlich auch interessanter, weil dann, wenn du verschiedene Standorte abdeckst, ist es natürlich auch, dann kannst du halt auch direkt sagen, das ist natürlich interessanter für die Unternehmen, die halt mehrere Standorte haben.
Von daher, es gibt so ein paar, es gibt halt so Pro- und Kontra-Argumente. Also ich glaube, für uns ist es jetzt gerade so, dass wir doch wirklich sagen, ja, gut, wir fokussieren uns eher auf Kanada als auf die USA zum Beispiel. Auch innerhalb von Kanada suchen wir jetzt erstmal 3-4 Unternehmen, mit denen wir es testen und gucken dann halt weiter. Genau, gleichzeitig ist Deutschland, also Deutschland hat dann einfach Prio, weil da eben die Kunden, die bisherigen Kunden sind. Aber du kannst ja trotzdem nebenbei so in anderen Märkten die Fühler ausstrecken und halt sagen so, okay, ich will da diesen Fuß in der Tür behalten, ich versuche das da langsam weiterzuentwickeln. Und dann ist es auch so ein bisschen die Frage, wenn allein im Endeffekt geht es ja darum, dann da auch Product-Market-Fit zu finden. Und dann ab dem Zeitpunkt kannst du ja sagen, gut, jetzt werfen wir Geld drauf und wachsen ganz schnell. Von daher ist es das genau das, was jetzt auch unser Ziel ist, quasi nach der Runde jetzt mit dem Geld, dass wir eben da an den Punkt kommen, dass wir auch sagen, ja, wir haben irgendwie erste Umsätze in den USA und Kanada. Und jetzt können wir da auch diesen Wachstumsschritt machen. Mhm. Das heißt, mit den 150.000, glaube ich, die man bei Y Combinator bekommt, die nutzt ihr jetzt, um aber das, wir haben noch mehr eingesammelt. Also wir haben jetzt gerade noch eine Runde gemacht. Oder machen gerade noch eine Runde, ja. Sind jetzt nach dem Demo da eben gestartet, haben da noch ein, zwei Investoren dabei. Wie groß ist die Runde? wird es hoffentlich in den nächsten Wochen noch ein paar Updates zu geben. Okay, das respektiere ich natürlich. Aber es nicht, also ist jetzt, wir machen keine Riesenrunde, also das ist erstmal noch im Rahmen. Wir wollen jetzt erstmal, sag ich mal, genug Geld haben, damit wir jetzt die nächsten, vor allem das nächste Jahr gut über die Runden kommen und halt sagen, okay, wir schaffen, wir haben genug Geld. Ich meine, hier sind Arbeitsplätze natürlich auch teurer, dass wir auch Geld haben, um hier ein Team aufzubauen, aber das ist halt trotzdem, dass du halt dann nochmal sagst, okay, wenn wir an dem Punkt sind, dann können wir halt auch nochmal eine deutlich größere Runde einsammeln. Von daher, das ist ein bisschen das Ziel. Und genau, das finde ich hochinteressant. Also der Aspekt Skalierung ist ja, ich weiß nicht, ob das ein Thema ist, was häufig in so Investorengesprächen auch besprochen wird. Ja? Okay. Jetzt haben wir, also aus meiner Sicht, ich habe mir im Vorfeld über zwei Sachen Gedanken gemacht, die wir skalieren müssen. Das eine ist das Produkt, worüber wir eben schon kurz gesprochen haben. Und das andere ist die Go-to-Market-Strategie, also die Sales. Ihr seid B2B, das heißt, ihr sprecht direkt Unternehmen an, die Leute einstellen wollen aus anderen Ländern. Wie Salesforce-intensiv ist diese Arbeit? Also wie viel müsst ihr wirklich vor Ort sein und die Gespräche führen, Leute das Produkt demoen und so weiter? Also, was ich gemerkt habe, ist, ich glaube, vor allem bei diesem Thema, sobald du irgendwas mit Immigration und Visum zu tun hast, ist es halt ein Thema, wo du musst Vertrauen schaffen. Das heißt, es ist echt schon schwierig, am Anfang in den Markt reinzukommen. Du musst, sag ich mal, sehr, sehr lange graben für die ersten Kunden. Und dann wird es aber einfacher. Das haben wir auch in Deutschland gemerkt. Wirklich so diese ersten Kunden, wir sind am Anfang gestartet, haben kleinere Unternehmen angesprochen, sind mit einem niedrigen Preispunkt reingegangen. Und wenn du dann erstmal bewiesen hast, dass du das Ganze abdecken kannst, dann kannst du halt sagen, hey, wir haben, weiß nicht, jetzt über 100 Relocations erfolgreich, wir haben noch 100% Erfolgsquote und so weiter. Und dann kannst du halt sagen, ja, und dazu ist halt bei uns noch, der Preis ist super, User Experience ist super und so weiter. Und an dem Punkt musst du dann eigentlich erstmal kommen, dass du sagst, okay, ich habe jetzt x Relocations erfolgreich gemacht. Das ist natürlich schwieriger, aber dann, was wir jetzt echt merken, wir sind jetzt in der Lage, größere Unternehmen zu bekommen. Wir haben tatsächlich so diesen, auch so die Partnerseite natürlich, die Partner werden halt immer gewillter, mit dir zusammenzuarbeiten, je mehr Kunden du halt hast. Und was wir auch merken, wir haben bis jetzt, also sind super zufrieden bei unseren Kunden, wir haben irgendwie bis jetzt keiner abgesprungen und wir werden halt immer mehr weiterempfohlen. Das ist halt auch was super Schönes, dass du halt wirklich merkst, ich meine, HR ist ja auch sehr netzwerkgetrieben, dass du halt einfach weiterempfohlen wirst. Und das ist so, dass dann zu merken, ja, unsere Kunden mögen uns tatsächlich sehr gerne. Das ist halt für uns auch was, wo wir eben gerne sagen, okay, wir investieren auch da rein, das ist uns wichtig. Genau, und ich glaube, das merkt man eben auch. Interessant, weil das eure generelle Marketingstrategie interessiert mich auch sehr. Das heißt, du sagst, ihr seid stark word of mouth getrieben und ich sehe, mein Anglizismen-Counter geht richtig hoch. Ihr seid sehr stark, ja, solch Mund-zu-Mund-Propaganda hört sich irgendwie komisch an. Ne? Also so, word of mouth ist ein großer Faktor. Aber wie, nachdem du am Anfang so den kleinen Samen gepflanzt hast mit kleineren Unternehmen, wie sorgt ihr dafür, dass das auch gedüngert wird und groß wird? Macht ihr Marketing, macht ihr LinkedIn-Marketing? Wie macht man B2B-Marketing heutzutage? Wir machen tatsächlich, also das ist auch das Lustige, weil keiner von uns, also wir sind, glaube ich, auch ein sehr untypisches Team, oder also unsere Fähigkeiten sind sehr, das darf man, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf oder ob ich mich jetzt unbeliebt mache, aber dafür, dass wir drei Frauen sind, sagt mir, fehlen uns gewisse Skills, die man sonst wahrscheinlich vermuten würde. Also wir sind weder gut beim Design, also ich glaube,
Lisa, wir machen es immer so ein bisschen drüber lustig, weil Lisa hatte Kunst-LK und hat da, glaube ich, sich eine 3 eingefahren. Ich auch immer super schlecht. Also keiner von uns hat da irgendwie eine Affinität. Und bei Marketing eben auch nicht. Das heißt, das ist so ein bisschen, was wir halt gemacht haben von Anfang an, Direktansprache. Also du weißt ja im Endeffekt, wer sind die Unternehmen, die internationale Mitarbeiter einstellen. Und dann wirklich über LinkedIn gehen, Leute ansprechen, irgendwie auf Events und so weiter, versuchen irgendwie Intros zu bekommen. Und das heißt, da graben wir halt alle immer so ein bisschen, dass wir halt immer gucken, dass wir an die Unternehmen auch rankommen. Was halt spannend ist, wenn du an die HR dann nicht rankommst, dann kannst du sehr oft, dann kannst du auch von oben rein, dann kannst du halt auch irgendwie sagen, zum Beispiel dieser Kostenaspekt, der zieht bei HR vielleicht nicht so stark, aber halt auf im C-Level zieht er halt. Und dann, wenn du von oben reinkommst, dann wird es manchmal einfacher. Genau, und das ist halt so ein Punkt. Und ansonsten, wir versuchen jetzt gerade die ersten LinkedIn-Kampagnen mal auszuprobieren, mal zu gucken, was da passiert. Also da haben wir tatsächlich, wir haben bis jetzt halt gar keinen Marketing-Spend. Wir haben jetzt, glaube ich, eine LinkedIn-Kampagne mal irgendwie so im dreistelligen Bereich gemacht. Aber es ist halt total, das steckt noch in den Kinderschuhen. Ich glaube, da ist noch super viel möglich. Aber das ist ja das Schöne daran, ja, dass man alles ausprobieren muss. Ja, LinkedIn ist wahrscheinlich, aber ich verstehe schon, dass Word of Mouth, vielleicht auch Messen, ich weiß nicht, ist das auch was ihr... Genau, Messen und Events. Und man muss halt sagen, wir kriegen schon echt viel Visibilität. Also ich glaube, natürlich liegt es vielleicht auch daran, ich meine, wir haben halt immer das Thema, also das ist natürlich auch ein emotionales Thema. Wir sind 3 Frauen, wir haben, glaube ich, auch irgendwie eine gewisse Visibilität. Wir haben das auch gemerkt, jetzt der LinkedIn-Post, als wir bekannt gegeben haben, dass wir im Y-Combinator sind, der hat irgendwie 60.000 Views bekommen. Also das war wirklich so, also das war, ich habe das noch von meinem persönlichen Profil gemacht, weil das einfach, wir dachten erst, also eigentlich sollte noch ein TechCrunch-Artikel kommen. Und dann war es einfach so spontan, sag ich mal, morgens beim Demo-Day so, oh, okay, jetzt heute Abend kommt, so nach dem Motto, heute Abend kommt es halt sowieso raus, dann lass uns das dann mal schnell announcen. Mhm. Und dann, genau, ist das Ding ja halt komplett durch die Decke gegangen und ich bin am nächsten Tag nur geguckt und dachte so, ich habe jetzt lange nicht mehr gecheckt, vielleicht hat es sogar noch mehr bekommen, aber es ist einfach so, also ja, es war ganz witzig, weil ich sonst nie, ich bin jetzt nicht, überhaupt nicht Influencer-mäßig oder so unterwegs, habe da gar keine Ahnung von und dann auf einmal diese Zahl gesehen und dachte mir so, oh Gott, was ist da passiert? Wahnsinn. Ist das für dich eine, macht dir das Sorgen, dass es viel schwieriger ist, ein B2B-Marketing zu skalieren, als jetzt ein, weiß ich nicht, ein B2C-Marketing, wo man Google, Facebook und alle anderen hat? Ich glaube, es ist, also ich weiß nicht, ich habe eher das Gefühl, B2B liegt uns halt eher, weil wir halt auch aus der, wir kommen halt alle, wir haben halt eher, ich meine, ich, ne, auch aus der Beratung, ich habe halt eher so B2B-Kontakt, ich habe halt nicht, ich habe halt nie irgendwie so im B2C-Bereich oder mit Consumer-Produkten oder so gearbeitet und ich glaube, dadurch ist es für mich, ich glaube, es ist halt auch noch spannend, ich glaube, das kannst du mit unserem Produkt, könntest du das super gut machen und du kannst da auch sehr emotional, du kannst eine Brand irgendwie drum bauen, du kannst dann ein super, super, super gutes Consumer-Produkt auch drauf bauen. Ich glaube, das ist auch das, was für uns langfristig spannend wird, aber es ist halt einfach das, ich meine, bis jetzt, wir sind halt so ein bisschen so in dem Mix, ich glaube, wir sind schon sehr, sehr stark, also dass wir halt so die Einzelnen ansprechen, weil ich glaube auch wahrscheinlich für eine B2B-Software ist auch unsere, so das, also das ganze Design schon relativ schön, also ich glaube, da legen wir doch schon Wert drauf, aber es ist echt spannend, da mal zu sehen, also diese Schnittstelle, also B2B oder im Endeffekt B2B2C, das ist eigentlich was für uns im Moment ganz gut funktioniert, dass wir halt eher eine, sag ich mal, sehr emotionale B2B-Brand haben. Ein anderes, also ein Beispiel, was das super toll geschafft hat, ist halt Tandemploy. Also Tandemploy ist ja, finde ich, hat irgendwie eine extrem schöne Brand, macht auch irgendwie viel in dem Bereich. Was macht Tandemploy? Die haben auch eine HR-Software, die haben halt angefangen mit Jobsharing und machen jetzt aber so Software, um Leute im Unternehmen zu matchen. Also für Mentoring-Programme, für andere Kollaborationsarten und genau, die sind jetzt auch, die gibt es jetzt, glaube ich, seit 5-6 Jahren in Deutschland. Genau, ich kenne ja die beiden Gründerinnen eben auch und das war immer so unser erstes Vorbild, weil die hat auch, die haben auch, haben auch Exist zum Beispiel bekommen und genau, sind auch im HR-Bereich und von daher, ich glaube, da kann man schon auch so eine Schnittstelle finden. Verstehe, interessant. So, und jetzt angenommen, LinkedIn oder dein persönlicher Beitrag auf LinkedIn hat Erfolg oder ihr Word of Mouth funktioniert und Leute sind begeistert, wollen unbedingt euer Produkt testen oder nutzen. Wie läuft das? Also muss ich dann, wer ist euer Ansprechpartner? Ist es HR? Sicherlich HR. Aber ist es auch IT? Müsst ihr auch irgendwie Bedenken klären auf der IT-Seite? Müsst ihr euch irgendwie integrieren mit,
mit, weiß ich nicht, dem Intranet oder wie läuft das ab? Wer sind eure Stakeholder und wie überzeugt ihr die? Bisher tatsächlich hauptsächlich HR, also manchmal eben noch so die Management-Ebene mit einbeziehen, IT bisher noch nicht. Also wir sind bisher noch eben auch als Standalone-Lösung unterwegs, sind jetzt aber gerade dabei, erste Schnittstellen zu bauen. Also das ist jetzt das Thema, wo wir jetzt gerade dran sind, weil wir eben auch immer größere Kunden bekommen. Das heißt, das ist auf alle Fälle relevant und ich glaube halt, dass das Thema natürlich auch, ich meine, es ist einfach so, größere Unternehmen brauchen halt mehr Integration. Genau, aber bisher sind es eigentlich hauptsächlich HR, vor allem die Recruiter, Tech-Recruiter, das sind dann eben diejenigen, die den ganzen Prozess auch managen. Okay, und die loggen sich dann bei euch in der Software zentral ein am Login und machen das. Verstehe. Eine Sache, die mich interessiert, du hast gesagt, ihr habt acht Vollzeit-Angestellte. Genau, 10 Mitarbeiter insgesamt. 10 Mitarbeiter, ja. Echt cool, dass ihr von Tag 1, wo ihr noch nicht genau wusstet, wie ihr miteinander redet, jetzt auf einer Ebene seid, wo ihr Funding habt, ja. US-Kanada-Markt testet und 10 Angestellte. Ich glaube, die sitzen in Deutschland wahrscheinlich, nehme ich an. Ja, genau. Ah, ich habe mit einem anderen Y-Combinator-Gründer gesprochen und der hat es eigentlich super einfach gemacht. Der hat mir gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Arten von Angestellten, you buy it or you sell it. Wie hast du die erste Person angestellt? War das dann ein Seller oder ein Buyer, also ein Builder? Und wie hast du entschieden, okay, wo baue ich diese Leute an? Und wie machst du dein eigenes HR eigentlich? Also ich glaube, was bei uns relativ, was eine extreme Stärke ist, dass wir als Team, auch wenn es bei uns am Anfang gedauert hat, bis wir so unsere Kommunikation gefunden haben, ist das mittlerweile so unsere größte Stärke, weil wir extrem offen über alles reden. Wir hatten beim Y Combinator, gab es eben auch eine Situation, oder da gab es eben einmal so, dass ich glaube, das war ein Vortrag, wo wir danach so eine Übung gemacht haben, wie führst du eigentlich so Level 3 Kommunikation, wie redest du halt eigentlich über die kritischen Themen, und wo dann auch im Gründerteam einmal, wo die gesagt haben, okay, nimm dich jetzt mal eine halbe Stunde und mach das. Was ist und eine Level 3 Kommunikation? Ich glaube, das ist halt, also es gibt ja, als eine ist, glaube ich, Level 1, glaube ich, Smalltalk, Level 2 ist halt irgendwie so schon so über das, okay, wie geht's dir und so weiter, und Level 3 halt wirklich so, okay, was stört dich, was sind halt so die, der Deep Shit. und ich glaube, das ist halt so das, wo wir extrem gut drin sind. Wir sind da sehr, sehr offen und ehrlich, auch was halt zum Beispiel Kritik angeht, was uns nicht gefällt. Und was wir zum Beispiel gemacht haben, ist, dass wir auch Aufgaben untereinander extrem viel wechseln. Also wir kennen, glaube ich, alle unsere Schwächen extrem gut und stehen auch offen dazu. Und ich glaube, bei vielen Startups, ich muss auch sagen, ich habe auch sehr viel Glück mit meinen beiden Mitgründerinnen. Das ist zum Beispiel so, was du bei vielen Startups hast, ist so, dass dann, da gibt es irgendwie Gestreite darum, wer jetzt irgendwie die CEO-Position hat und wer irgendwie, ne, so, keine Ahnung, Entscheidung fällt oder wer halt irgendwie auf der Bühne steht und so. Und ich glaube, bei uns ist das so, also auf der Bühne, ich glaube, auf der Bühne stehen wollen die beiden anderen meistens eher nicht so gerne. Deswegen ist das halt schon mal, ist das halt einfach was, wo die Aufteilung ganz klar ist. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es nie so ist, dass ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich fällt eine Entscheidung alleine. Also dass wir haben dann ein extrem gutes Gleichgewicht, wo wir, glaube ich, auch wissen, ohne einander würden wir halt auch nicht überleben. Wir kennen genau die Stärken und Schwächen und haben aber halt auch, wie gesagt, viel rumprobiert. Ich habe am Anfang mal Sales probiert. Ich bin grottig im Sales. Also ich gebe halt immer, die anderen beiden machen sich immer über mich lustig, weil ich halt einfach, ich sage immer so, nee, kriegst du die nächsten 3 Monate umsonst. Da gibt es einen Discount und so. Also ich kann absolut nicht verkaufen. Ich kann besser mit Investoren reden und da auch echt hart bleiben. Aber wie gesagt, verkaufen liegt mir halt gar nicht. Das ist aber total interessant. Dafür mache ich im Endeffekt mittlerweile das Produktmanagement und bin halt eher so auf der kreativen Seite unterwegs. Und das machen wir aber auch bei unseren Mitarbeitern. Also, dass wir wirklich sagen, wir stellen so nach Aufgabenbereichen ein, aber dann halt eher so nach, okay, welche Fähigkeiten fehlen uns eigentlich? Und geben den Leuten dann aber auch die Möglichkeit, sich dann eher so ihre Aufgaben zu suchen. Also, wir haben auch eine eingestellt, die hat am Anfang Key Account Management gemacht und macht jetzt aber eher so den ganzen operativen Teil, Partnermanagement, Marketing und so weiter. Hat da ganz, ganz andere Themen als das, die wir ursprünglich mal im Kopf hatten. Und dass du halt wirklich zur Freiheit gibst, dass die Leute sich auch nach ihren Talenten, also ich meine, klar, das ist im Startup immer begrenzt, es gibt immer Aufgaben, die müssen erledigt werden, aber ich glaube, das ist halt was, wo wir halt wirklich sagen, wir lassen den Leuten, na klar, gibt es irgendwie, du unterteilst natürlich immer noch zwischen irgendwie den Engineers und den Commercial Functions, aber innerhalb dessen gucken wir halt wirklich auch, okay, was für Schnittstellen gibt es und wer arbeitet mit wem an welchen Projekten, und ich glaube, das ist bei uns ein großer Vorteil. Okay, aber wie machst du das konkret? Also wie von euren 10 Mitarbeitern, wie viele bauen das Produkt und wie viele sind eher auf der Key Account und der Partnerseite? Wir sind tatsächlich,
wir haben, also Franzi und ich sind ja eigentlich beide relativ, also Franzi Produkt von der Tech-Seite, ich also als Produktmanager. Dann haben wir zwei Vollzeitmitarbeiter, als zwei Ingenieure. Dann haben wir eine Designerin. Also das sind quasi, das sind quasi die fünf, also wir fünf, ich meine, bei mir ist halt 50-50, was ich sonst noch so mache, aber fünf, die halt komplett am Produkt bauen und dann die eine Mitarbeiterin, die, sag ich mal, Partner, Operations und so weiter macht, die macht aber eigentlich auch 50% der Zeit Produkt, weil sie eben genau diese Schnittstelle macht, okay, Partner, Produkt, Integration, Operations quasi. Das heißt, die hat auch noch einen starken Produktfokus und dann ist es im Endeffekt so Sales und Kundensupport, was, sag ich mal, nicht, nicht direkt im Produkt involviert ist. Von daher würde ich schon sagen, zwei Drittel des Teams sind Produkt. Produkt und ein Drittel ist eben nicht Produkt. Und wie glaubst du, jetzt sammelt ihr gerade eine Runde ein, vielleicht wollt ihr da auch ein paar mehr Leute einstellen, um euer Wachstum zu supporten. Wie wird sich das verändern, rein auf der Zahlenseite? Und aber auch, was bedeutet das für dich, eine Kultur zu bauen? Weil ihr seid schon 10 Leute. Das ist, ich weiß nicht, ob sie alle im gleichen Ort sitzen oder mehr oder weniger. Das heißt, so langsam muss man sich auch Gedanken machen, was für eine Firma will ich eigentlich bauen? Ja. Ja, definitiv. Ich glaube, Kultur ist halt was bei uns, das hat sich bisher natürlich immer so entwickelt. Was glaube ich auch mal noch ein spannender Punkt ist, ist so, wie bin ich eben als Manager, wie führe ich als Manager auch? Also das ist zum Beispiel das war für mich auch unglaublich so spannend zu sehen. Ich bin, glaube ich, so das Gegenteil von einem Micromanager. Also ich bin halt wirklich eher jemand, der halt sagt, okay, du kriegst es schon irgendwie hin, ich gucke halt dann drauf und wenn es dann halt irgendwie schief geht, dann ist halt meine Schuld, aber ich sage dann halt so, ne, also das war, glaube ich, so eine gute Lernerfahrung und ansonsten ist es bei uns einfach so, dass wir, glaube ich, dadurch, dass wir sind als Team schon sehr, sehr eng beieinander, wir kennen uns eben alle, wir haben extrem viel auch aus unserem Netzwerk eingestellt, also ich glaube, bis auf eine Person kommen eben alle aus dem Netzwerk und das ist halt auch, glaube ich, was bei uns, wo wir, glaube ich, im Gegensatz zu vielen anderen Teams keine Schwierigkeit haben, weil wir halt sehr, also auch so wie wir eben gewachsen sind, wie sich das Ganze bei uns gefunden hat, ich glaube, da haben wir schon eine sehr starke Kultur, wenn ich das mit anderen Teams vergleiche und ansonsten so dieses, okay, wie das Team wächst. Ich glaube, Sales ist gerade so ein Bereich, wo wir wirklich sagen, okay, da brauchen wir jetzt nochmal mehr Leute, dass du halt einfach nochmal schneller wachsen kannst auch. Und ich glaube, da halt einfach wirklich so bei jeder Einstellung oder jedes Mal, im Endeffekt ist das wie so ein, kann man sich das vorstellen, wie so ein Flickenteppich, wo du halt immer wieder dann guckst, okay, wo fehlt jetzt, dann wächst du und dann, okay, wo geht quasi der nächste Flicken ran? So, und also ja, ist das irgendwie im Operations-Bereich, ist das im Sales, ist das irgendwie im Produkt, fehlt sonst noch irgendwie was an Zusatzfunktionen? Und ich glaube, das ist halt im Endeffekt das, wo wir immer gucken, okay, was ist die nächste Lücke? War das der größte Meilenstein für euch, als ihr wirklich jemanden eingestellt habt zum ersten Mal? Hast du da gemerkt, oh, es ist wirklich real und das könnte was werden? Ich glaube, es war gar nicht so ein riesiger Meilenstein, weil es war ganz witzig. Wir waren relativ lange in der Konstellation unterwegs, wir drei und unser erster Ingenieur. Es war aber eher so ein Übergang. Also das Interessante war auch, dass der tatsächlich eigentlich zeitgleich mit Lisa und Franzi an Bord gekommen ist, weil er auch, als ich so ein bisschen, als sich das Team so ein bisschen gefunden hat, hat er schon so ein bisschen geholfen mit der ersten Website und so weiter. Hat aber damals noch seine eigene, quasi ein eigenes Unternehmen, also eine eigene Entwickleragentur. Und zwar einfach ein Freund von mir aus Chile. Das war auch eine super lustige Geschichte, weil ich den irgendwie, glaube ich, vor 8 Jahren auf der Reise zwischen Peru und Bolivien kennengelernt habe. Und dann habe ich halt irgendwann bei Facebook gepostet, hey, ich brauche da und da Hilfe. Und dann hat er gesagt, ja, hey, kein Problem, ich kann dir helfen in meiner Freizeit. Und dann hat sich das ein bisschen so gefunden. Und dann hat er aber relativ lange, dann haben wir auch, hat er als Freelancer bei uns noch mitgearbeitet und dann haben wir ihn halt irgendwann eingestellt. Deswegen war es eher so ein fließender Übergang. Und dann war es relativ lange so die Konstellation wir drei und er. Und dann haben wir halt irgendwann den ersten quasi externen Mitarbeiter noch eingestellt. Deswegen hat sich das halt eher so ein bisschen ergeben. Ich glaube, war jetzt nicht so ein großer Meilenstein, würde ich sagen. Okay, vielleicht das Exist-Stipendium. Vielleicht war ja, und vor allem der erste Kunde. Ich glaube, der erste Kunde oder der erste Umsatz, das war, glaube ich, also das war auch so ein Thema, wo wir gesagt haben, so, das weiß ich noch, das war echt so ein bisschen random. Das war auf so einem Event, kam dann irgendwie einer dazu von einem, auch so ein ganz, ganz kleines Unternehmen, der dann gesagt hat, ja, ich stelle jetzt gerade jemand aus Indien ein, könnt ihr helfen? Und da haben wir halt auch so gesagt, ja, klar, machen wir für 200 Euro irgendwie. Also mittlerweile ist der Preis irgendwie ganz, ganz anderer. Aber halt wirklich so auch so, da war die Software noch überhaupt nicht fertig. Das war wirklich so das, ja, regeln wir irgendwie, komm. Das finde ich cool. Jetzt, ich würde gerne noch über eine Sache, interessiert mich wirklich sehr, und zwar, ihr seid als eine der wenigen Deutschen in den Y Combinator gekommen, als das eine der, glaube ich, prestigeträchtigsten
Startup schmieden hier in, im Silicon Valley. Und das heißt, ihr habt das Unternehmen in Deutschland aufgemacht, ihr habt Exist bekommen, das heißt die deutschen Stipendien. Und jetzt geht's rüber in die USA. Ich glaube, für 3 Monate ist das Programm. Euer gesamtes Gründerteam geht rüber. Und ihr seid erstmals in dieser amerikanischen Silicon Valley Startup-Kultur. Was war das für dich? War das für dich ein kleiner Kulturschock vielleicht sogar? Ich glaube, es war wirklich, also ich glaube, ich bin immer noch dabei, das Ganze zu verdauen. Also es war eigentlich echt so eine komplette Anarchie, kann man fast sagen. Ich glaube, so diese Zeit war einfach ein bisschen, ich habe Anfang des Jahres, ich habe mir einen Bulli gekauft, den ich dann ausgebaut habe und dann dachte so, diesen Sommer, es geht los. Das erste Mal so ein bisschen sesshaft werden und dann kam so zwei Wochen später die Nachricht, ja, nee, Y Combinator. Und ich bin auch noch zum ersten Mal umgezogen und war dann irgendwie, glaube ich, 2 Wochen in Äthiopien, habe dann eine Woche in meiner Wohnung gewohnt und bin dann halt immer mal rüber weg. Also deswegen das war wirklich so alles stehen und liegen gelassen, einmal rüber. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, dadurch, dass wir das vorher nicht geplant haben, dass einfach so gekommen ist, wir haben uns auch aufgeteilt. Also Lisa ist in Deutschland geblieben die meiste Zeit, um halt die Kunden weiter zu betreuen. Und ich glaube, man hat schon einen gewissen Nachteil im Gegensatz zu Teams, die von hier kommen, weil du musst erstmal den ganzen legalen Kram abdecken, mit das Unternehmen in die USA bringen. Ja. Du musst dich irgendwie einfinden. Also das ist echt zeitfressend. Ja, du musstest auch eine Firma gründen in den USA. Ja. Und wir mussten vor allem das ganze deutsche Unternehmen in die USA rüberbringen. Also das ist halt wirklich das. Das wäre halt eigentlich, wir haben das deutsche Unternehmen nicht aufgelöst, aber es ist jetzt im Endeffekt eine Tochtergesellschaft von dem US-Unternehmen. Mhm. Und das sind halt einfach so Punkte. Das ist natürlich auch, und dann musst du dich irgendwie in dieser Welt erstmal zurechtfinden. Du musst dir dein Netzwerk aufbauen. Und deswegen, wo ich jetzt so merke, so mittlerweile bin ich an so einem Punkt, wo ich denke, okay, ich verstehe, jetzt so nach 3 Monaten verstehe ich so diese ganze Welt hier so ein bisschen. Aber natürlich Teams, die hier vor Ort sind und dann wirklich sagen können, so, wir machen jetzt irgendwie stumpf 3 Monate lang Sales, können natürlich ganz andere Zahlen zeigen, abgesehen davon, dass halt in Europa einfach mal im Sommer nichts passiert und das echt ein Kampf war, an die Umsätze zu kommen. Aber das war halt extrem spannend und ich glaube, deswegen ist es jetzt auch für mich so, dass ich sage, ja, wir haben jetzt diesen Fuß in der Tür und den will ich jetzt eigentlich nicht verlieren. Deswegen, und ich muss auch sagen, hier diese Mentalität, also einmal natürlich auch, ne, was so von Investments hast du hier natürlich nochmal eine andere Möglichkeit, aber auch so dieses, was kannst du hier eigentlich alles ausprobieren, da bist du natürlich nochmal an einem anderen Punkt hier. Und das ist, glaube ich, eigentlich das Spannende, so, dass du halt wirklich sagen kannst, du kannst da unglaublich viel für das Startup mitnehmen. Also Investments, glaube ich, als harter Faktor, glaube ich, unbestritten. Aber mich interessieren vor allem auch die soften Faktoren. Ich arbeite jetzt seit einem Jahr hier und ich bin immer, ich rede ja auch mit vielen Gründern im Rahmen des Podcasts und ich bin immer wieder ich bewundere immer wieder, mit welcher Boldness, ja, also mit einem Selbstvertrauen auch Visionen entwickelt. Ja, wirklich, aber gesagt, das mache ich jetzt und daran glaube ich jetzt. Ja. Und das mache ich und ich brauche 15 Millionen Dollar, um Atomkraftwerk aufzubauen. Das bewundere ich ein Stück weit. Also wir haben auch eine gute Startup-Szene in Deutschland, aber ich merke schon, dass es da ein bisschen größer gedacht wird. Wie hast du das wahrgenommen in deinen ersten, vielleicht in den ersten Tagen, wo du in deinem Batch gearbeitet hast und auch mit einem amerikanischen Mentor wahrscheinlich eng zusammengearbeitet hast? Also ich glaube, für mich sind so 3 Faktoren, die ich halt hauptsächlich hier gesehen habe. Ich glaube, so dieses Bold oder dieses, das ist mir am Demo-Day erst aufgefallen, wo ich dann wirklich gemerkt habe, okay, ich habe auch gesehen, was die Startups die letzten Monate gemacht haben und ich habe sie dann auf der Bühne gesehen, wo ich dann am Ende mich echt geärgert habe und gedacht habe, so, okay, ich hätte es besser verkauft. Also als Deutscher ist man dann, man verkauft sich halt einfach viel zu schlecht und ist immer so, nee, aber auch 50% Zeiteinsparung, aber das können wir ja nicht bei allen Cases, sondern nur bei manchen, deswegen kann ich das ja jetzt nicht so sagen, wo jeder andere sagen würde, so scheiß drauf, wenn das on average stimmt, dann sag ich das jetzt einfach. Das ist halt wirklich so ein Thema, so wie verkaufe ich das? Was mir hier auch noch unglaublich gut gefallen hat, ist so dieses Thema, was ich in Deutschland ein bisschen schade finde, hier darfst du viel mehr einfach mal ausprobieren, auch wenn es dann irgendwie halb fertig ist, dass du sagst, ja, dann stelle ich mir einfach mal irgendwie 10 Leute ein, die ganzen Operations am Anfang machen und dann automatisiere ich das. Und in Deutschland habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, da gucken die Investoren extrem drauf und wenn die da zu viel manuell ist oder bei uns ist es ja einfach so ein Thema, wo die sowieso immer denken, ah ja, es kann zu manuell alles sein. Und deswegen so, ja, nee, du musst von Anfang an alles automatisieren. Das heißt so dieses, okay, hier probierst du halt erstmal aus. Das hat mir auch extrem gut gefallen. Und dann halt Fokus. Das ist halt auch was, wo ich teilweise in Deutschland auch das Gefühl habe. Und ich glaube, das war bei uns halt auch so, dass du bist dann irgendwie doch viel auf Events unterwegs und machst hier nochmal das und da nochmal und dann irgendwie Website schön und dann hier nochmal. Und halt wirklich hier mal
ganz stumpf sagen, 2-3 Monate machst du nichts anderes außer Produkt und Sales. Und eigentlich auch eher nicht mal Produkt, sondern hauptsächlich Sales. Also wirklich so, wie viel du dann eigentlich schaffen kannst. Das ist so das, was ich echt hilfreich fand, dass du sagst, okay, immer alle Ablenkungen weg und Fokus. Und das waren so drei Sachen, die ich echt ganz cool fand. Ja, okay, das finde ich super interessant, weil das Produkt, okay, Skalierung, Einfachheit, darauf schauen die Investoren. Und hast du auch im Sales, in der Go-to-Market-Strategie, hast du gesagt, okay, man muss ein bisschen bolder beim Demo-Day, so, da könnte man ja auch sagen, ich gehe bolder in die Pitches zu den Kunden rein. Mhm. Aber unterscheidet sich auch die Art und Weise, wie vielleicht die Mentoren beim Y Combinator dir geraten haben, den Markt zu erschließen? Oder vielleicht auch die Internationalisierung? Geht das auch zurück auf deine Erfahrung im Y Combinator? Genau, also auch so dieses, es war total interessant. Wir hatten halt, wir sind eigentlich angetreten und haben gesagt, okay, wir wollen bei dem Y Combinator so ein bisschen erst ein Proof of Concept, ein erstes Interesse im US-Markt haben. Mhm. Dann haben wir so nach ein, zwei Monaten gemerkt, so, ach, Immigration in den USA ist gerade nicht so der Zeitpunkt. Und dann war halt so, dann sind wir eigentlich auf Kanada gekommen. Dann war es so, ja, und das ist Kanada und das ist super spannend. Und dann, du hast ja alle zwei Wochen immer das Treffen mit deinen Gruppenpartnern und dann hat der eine gefragt so, ja gut, dann mach einfach Kanada. Und wir so, nee, das dauert, weil für die USA, um das ganze Produkt zu launchen, haben wir so 2-3 Wochen gebraucht. Und dann war so, nee, es dauert nochmal 2-3 Wochen. Das war dann irgendwie so 1,5 Monate vor Demo Day oder einen Monat. Und dann war so, nee, es wird zu kurzfristig. Und dann meinte er auch so, ja gut, nee, dann halt nicht. Und dann haben wir uns dann abends hingesetzt und habe wirklich gesagt, okay, was brauchen wir eigentlich? Was brauchen wir echt so für so einen Kanada-MVP? Und dann haben wir uns halt abends um 10 hingesetzt, bis morgens um 6 durchgearbeitet und hatten dann halt so eine, noch eine etwas schräge Version vom Produkt für Kanada, aber hatten halt so den ersten Content, so eine Version, mit der ich halt nach Kanada geflogen bin und so das und bei Unternehmen gepitcht habe. Mhm. Und dann wirklich bis morgens um 6 einmal durchgezogen und fertig gemacht und dann so, wenn du halt nicht darüber nachdenkst, was theoretisch möglich ist, sondern es einfach mal machst, geht am Ende doch irgendwie ganz schön viel von dem, wo man am Anfang denkt, so nee, die geht nicht. Und das war halt auch so was, wo ich dann gedacht habe, ja gut, das hätten wir, glaube ich, ohne die nicht so schnell einfach mal gemacht. Also just do it. Ja. Ja. Und wie bist du dann in Kanada in die, ich meine in Deutschland, also ich arbeite ja auch in den USA und ich merke manchmal, man legt sich so einen kleinen Werkzeugkoffer zurecht, wenn man in Deutschland arbeitet, mit Dingen, die in verschiedenen Situationen funktionieren. Mal Kritik äußern oder irgendwie, keine Ahnung, Team führen oder andere Sachen machen. Und ich merke, dass wenn man die Situation verändert und in ein anderes kulturelles Umfeld gibt, da muss man sich diese Werkzeuge wieder ein bisschen neu zusammensetzen. Was vielleicht in Deutschland funktioniert, kommt manchmal vielleicht gar nicht so gut an in den USA oder in Kanada. Das heißt, jetzt fliegst du nach Kanada und gehst in diese Meetings mit, weiß ich nicht, hast du, erstmal toll, dass du da Kunden gewonnen hast, mit denen du sprichst, das ist gar keine, eine ziemlich große Leistung. Und hat sich da auch dein Pitch, dein Sales-Vorgang unterschieden? Ich war bisher natürlich komplett, also schon irgendwie ziemlich unvorbereitet, weil du halt nicht, ich meine, in Deutschland kannten wir den Markt, dadurch, dass Lisa da 3 Jahre in dem Bereich unterwegs war. In Kanada war es halt so, gut, wenn mich da irgendjemand irgendwie zu kritische Sachen fragt, habe ich gar keine Ahnung mehr. Aber es war halt einfach wirklich so dieses, war es auch ganz interessant, weil wir am Anfang, ich bin querbeet mal an alle Leute rangetreten und habe halt so gefragt, wer kennt wen in Kanada, irgendwie Intros gesucht und dann einfach geschrieben, ohne dass ich einen Flug gebucht hatte, ich bin nächste Woche in Kanada, willst du dich mit mir treffen? Dann dachte ich, okay, wenn ich irgendwie dreimal ja höre, dann fliege ich rüber und so war es. Und dann halt einfach gesagt, okay, ich treffe mich mit möglichst vielen Leuten, weil ich meine, alleine so dieses, ich glaube, für die ersten Kunden musst du vor Ort sein und dann halt so die Beziehung aufbauen und halt zeigen, wer du bist. Das gibt dir auch nochmal Vertrauen. Und genau, das habe ich dann einfach gemacht. Hat wirklich einmal komplett querbeet gefragt, so, ja, wer, so, ne, ich meine, das Gute ist, dass ich überall mal gelebt habe, kenne ich tatsächlich sehr, sehr viele Leute überall. Ich glaube, das hat dann echt geholfen. Und von daher war das dann einfach irgendwie mal machen und mal gucken, was passiert. Und es kann ja nur gut gehen. Okay, und dann hast du eigentlich den Pitch aus Deutschland genommen, hast den in Kanada gemacht, hast vielleicht ein, zwei Sachen getweakt, dass es ein bisschen bolder ist oder so. Ja. Okay, finde ich interessant. Du sagst ja, ihr habt ja, glaube ich, eine relativ klare Monetarisierungsstrategie, indem ihr mit Unternehmen arbeitet und denen was bepreist. Eine andere Art, die du eben gesagt hast, die ich super interessant fand, ist, ihr habt ja ein unglaublich, ihr habt ja ein tolles Data Play eigentlich. Ihr habt ja auch tolle Daten über Leute, die ein gutes Gehalt bekommen wahrscheinlich, die eine ganze Menge brauchen. Die brauchen eine Wohnung, die brauchen eine Bank, die brauchen eine Versicherung. Das heißt, habt ihr auch so eine Vision, auch dieses, glaube ich, wahnsinnig
interessanten Daten und wertvollen Daten auch zu nutzen, um mit anderen Playern zu arbeiten? Daten sind es gar nicht mal. Es ist eher der Zugang zu den Kunden. Das ist das, was halt super spannend ist, was wir halt merken, dass du zum Beispiel, deswegen, ich meine, wir haben ja jetzt Banken, Versicherungen und so weiter eben auch auf der Plattform und da kriegen wir dann natürlich noch eine Provision, weil du natürlich, du bringst halt einen komplett neuen, einen unbefleckten Kunden in den Markt, von dem du das Vertrauen gewonnen hast, weil du halt bei diesem Immigration-Teil geholfen hast. Das heißt, das ist ein super interessanter Kunde eben auch für die Unternehmen, die du denen reinbringst. Und das ist halt im Endeffekt das, was wir halt merken. Mhm. Wo wir halt echt sagen, ja, dieser Plattformgedanke ist halt das, was wir halt auch immer weiter versuchen aufzubauen, weil das natürlich auch was extrem Skalierbares ist, wenn du halt sagst, so, wir haben hier alle Partner, das ist alles komplett automatisiert, du kannst halt dann irgendwie, du kannst ja auch immer weiter gucken, so dass das Matching im Endeffekt verbessern. Wer will eine private Krankenversicherung, wer will eine gesetzliche? Wer hat Interesse an Co-Living-Angeboten? Wer will halt eine möblierte Wohnung? Mhm. Und das ist halt im Endeffekt das, was halt auch super spannend ist. Okay, in welche Richtung gehst du da halt eigentlich? Und im Endeffekt eigentlich Matching so von Content. Du kannst halt zum Beispiel auch optimieren, welche Leute aus welchem Land haben welche Fragen? Wer braucht halt eigentlich, also du kannst halt eigentlich so dieses, du entwickelst für jeden oder die Software stellt dann für jeden so einen personalisierten Relocation Path eigentlich zur Verfügung. Und den kannst du halt immer weiter optimieren, je mehr du weißt, okay, welche Fragen hatten die Leute noch und kannst es halt immer besser quasi verschlanken. Mhm. Habt ihr mal überlegt, das komplett kostenlos zu machen für Unternehmen und dafür einfach komplett auf den Marktplatz zu setzen? Sind wir tatsächlich auch noch dabei, weil es gibt auch Unternehmen, die halt sagen, ja, wir haben halt eigene HRler, die sich um den Immigration-Prozess kümmern. Das war auch, also einer der YC-Partner meinte das eben auch mal, dass wir halt sagen können, ja, ne, wir bieten das halt einfach kostenlos an. Genau, und das wäre halt sowas, wo wir halt auch sagen, ja, das kann man, könnten wir nochmal überlegen. Kann, glaube ich, auch echt spannend sein. Genau, da muss man einfach mal gucken, also das Aber ich meine, das finde ich ja toll, dass wenn in einer Idee Musik ist, ja, dass es verschiedene Pfade gibt, die horizontal, vertikal aufzubauen und das finde ich super interessant an deiner Idee. Eine andere Sache, die neben der Tatsache, dass ihr dass ihr als deutsches Unternehmen jetzt beim Y Combinator seid, war auch eine Sache, die euch auch ein kleines Alleinstellungsmerkmal gibt. Du hast es schon angesprochen, ist, dass ihr ein reines Frauenteam seid. Du hast jetzt sicherlich nicht nur nach Frauen gesucht, aber wie kommt das an? Hast du da eher Vorteile? Findest du, dass das ist eine gute Geschichte, die ihr auch über euch erzählen könnt? Wie reagiert der Markt auf euch? Ich glaube, in vielen Bereichen gibt es Vorteile, aber es, also zum Beispiel, du kriegst natürlich viel PR, das ist halt, glaube ich, einfach so ein Thema. Ich meine, klar, das Thema ist auch sexy, aber bei Kunden kommt es, glaube ich, auch gut an. Wo man aber schon einen Nachteil hat, ist auf der Investorenseite. Ich meine, das belegen die Zahlen auch ganz klar. Und ich glaube, in Deutschland auch nochmal stärker als in den USA. Also wir haben da, und das finde ich echt so ein bisschen schade, ich muss halt sagen, also es zählt auf alle Fälle nicht für alle Investoren. Es gibt auch viele, wo ich halt sage, mit denen arbeite ich super gerne zusammen. Die waren total nett und auch so für die Zukunft. Aber es gab halt auch immer wieder so ein paar Fälle, wo ich gesagt habe, so boah, da ist irgendwie noch so ein Bias drin. Ich glaube halt auch, weil wir sind anders. Wir sind, ich glaube vom Auftreten ist es natürlich, wenn du, ja, weiß nicht, du hast ja auch immer so den Fall, welche Unternehmen oder welche Gründer waren halt erfolgreich. Und das sind halt natürlich, sind statistisch die meisten als Männer, wie AULA, Berater, natürlich so diesen Berater-Check, den kann ich dann irgendwie machen. Aber es ist halt, wir passen, glaube ich, nicht hundertprozentig so in dieses Stereotype rein. Deswegen sind wir, glaube ich, einfach so, wir sind so ein bisschen exotisch. Und das ist natürlich, ist immer noch so ein bisschen schwierig. Abgesehen davon, dass so dieser HR-Bereich jetzt auch nicht immer der aller Spannendste für Investoren ist oder wo die schon so ein bisschen kritisch manchmal sind. Ich habe aber auch schon mal so ab und zu Sachen gehört, wo ich gesagt habe, okay, das ist ganz klar, da ist ganz klar ein Bias drin und das ist einfach unfair. Das war in Deutschland nochmal stärker als in den USA. Man erlebt es halt immer mal wieder, dass dann natürlich auch so Fragen kommen oder, weiß ich, dann kriegst du auch Kommentare mit, oh ja, ihr seid drei Frauen, natürlich wird das schwierig, wenn ihr irgendwann mal Kinder kriegen wollt. So, und das ist ja nie, also das ist ja was du als Mann niemals hören würdest. Das heißt, da sind so ein paar, also da, wo ich auch echt manchmal schlucken musste. Ich meine, ich habe Ingenieurswesen studiert, ich war in der Beratung und ich habe vorher nie, also ich hatte nie das Gefühl, dass ich benachteiligt werde. Das hat einer zu dir gesagt, zu euch als Team. Ja. Es könnte schwierig werden, wenn ihr Kinder bekommt. Genau.
Wow. Ja, und das sind ein halt deutscher Investoren. Ja, also das sind Investoren, das haben wir nicht nur einmal gehört. Also das ist halt eine, also das sind halt so Sachen, aber auch hier in den USA, weil wir haben ja auch so eine so Female Founders Gruppe und wo auch gesagt wird, naja, ne, die, ich glaube, wir sehen halt alle jünger aus, als wir sind, deswegen werden wir das nicht so oft gefragt, aber auch so dieses, ja, habt ihr schon Kinder, seid ihr verheiratet? Also das werden halt auch viele immer noch gefragt, was du, glaube ich, als Mann eigentlich nie gefragt wirst. Und das heißt, das ist immer noch das ist schon noch schwieriger. Wie gesagt, die Zahlen sprechen da ja auch für sich. Und sonst ist es in anderen Bereichen, wie gesagt, PR ist halt super. Und was ich aber auch manchmal so ein bisschen, oder was wir auch manchmal gehört haben, also, ah, drei Frauen. Ah, und wer programmiert denn bei euch so? Also es ist so ein bisschen, dachte so, wir sind eigentlich zwei Ingenieurinnen. Also ich meine, ich habe an Ingenieurin studiert und Franzi ist ja, ist jetzt eben Softwareentwicklerin, VWLerin von dem Studium her, aber ist ja ITlerin. Und so trotzdem ist es so, ja, dass du da teilweise, glaube ich, werden wir einfach anders wahrgenommen. Wie reagierst du da drauf? Ich meine, hast du da einen straight face? Ja, also bleibst du dann ganz cool und reagierst darauf cool? Oder wenn jetzt einer, also wenn, ich kann mal, das ist ja, also wenn jetzt immer, habt ihr Kinder? Das sind ja wirklich Fragen, die du in keinem Vorstellungsgespräch mehr gestellt bekommen darfst, aber in so einem Umfeld. Was machst du dann? Mir wurde, also ich wurde zum Beispiel noch nie gefragt, weil ich glaube, der Vorteil ist einfach, dass ich sehr jung aus, also ich sehe nicht aus wie fast 30. Ich glaube, das ist der Vorteil. Aber wie gesagt, zum Beispiel meine Mitbewohnerin hier in San Francisco, die ist auch verheiratet, die wird das halt, also ich meine, sobald du einen Ring am Finger hast, wirst du es, glaube ich, auch noch mal häufiger gefragt. Ich glaube, das ist halt, also da bin ich ganz froh, dass ich das noch nicht gefragt wurde. Wenn halt jemand fragt, ja, wer programmiert denn bei euch eigentlich, dann sage ich halt so, ja, das machen wir auch im Grund, also auch im Gründerteam haben wir die Expertise. Ich bin halt Ingenieurin, Franzi ist Entwicklerin. Wir können das schon machen und dann einfach irgendwie versuchen, okay, die Frage irgendwie möglichst souverän zu beantworten, weil ich meine, es bringt dir halt auch nichts in dem Moment wütend zu werden, auch wenn es natürlich, wenn es immer so, und ich glaube, es gibt halt einfach gewisse Leute, so, die kannst du auch nicht ändern, auch wenn du dann wütend wirst, dann bringt es dir im Endeffekt nichts, aber es ist halt immer so ein bisschen so, wo du auch das Gefühl hast, okay, es ist halt nochmal so eine extra Barriere, wo du das Gefühl hast, okay, die muss ich halt nochmal, die muss ich halt überwinden, was halt eigentlich extrem, extrem schade ist. Mhm. Verstehe. Glaubst du, dass wir in Deutschland da schneller hinkommen als in den USA oder ist USA da deutlich weiter vorne? USA ist deutlich weiter vorne. Mhm. Und das ist in Deutschland auch, das ist, also es tut mir im Herzen weh, dass ich über Deutschland so kritisch reden muss. Und es ist auch wirklich, und das will ich auch nochmal betonen, es geht halt nicht gegen alle. Also ich habe auch super viele, gibt es halt super viele sowohl Frauen und Männer, die halt sich um das Thema kümmern, die hinter der Gleichberechtigung stehen und da auch bewusst sagen, ich investiere in Frauen und oder halt auch einfach gar keinen Unterschied machen. Das heißt, es zählt halt längst nicht für alle. Es ist aber in Deutschland so, dass das Rollenbild einfach doch nochmal irgendwie ein anderes ist. Du bist halt als, und das ist auch das Interessante, ich habe auch die Diskussion selbst mit Frauen in meinem Alter, die halt dann sagen, naja, aber wenn du dann irgendwann mal, wenn du Familie haben willst, dann musst du ja eigentlich zu Hause bleiben, weil sonst ist es ja schlecht für deine Kinder. Und da sind sie, glaube ich, selbst in anderen Ländern in Europa weiter und in den USA auch vor allem, dass du halt so das, ja, es ist auch okay, wenn du Karriere machst. Also es ist halt, du bist dann irgendwie nicht automatisch eine schlechtere Mutter oder ein schlechterer Mensch. Und ich glaube, so dieses, das fehlen in Deutschland schon noch Vorbilder. Also es gibt halt so ein paar, ich bin ein großer Fan von Lea Sophie Kramer und Verena Pauster und die alle. Also es gibt eben schon diese Frauen, die auch zeigen, es ist vereinbar. Du kannst irgendwie eine erfolgreiche Gründerin sein, du kannst eine Familie haben. Ich glaube aber, man merkt auch aus deren Geschichten, dass sie auch schon mit dem Thema konfrontiert wurden und dass sie halt eben auch kämpfen mussten, um dahin zu kommen, wo sie jetzt sind. Und ich glaube, es gibt einfach noch zu wenige von diesen Vorbildern. Von daher, das ist einfach so ein bisschen schade. Mit dir sicherlich bald die nächste. Glaubst du, du würdest, wenn du jetzt die Erfahrung von anderthalb Jahren Gründung, würdest du mit all dem Wissen, was du jetzt hast, würdest du überlegen, ob du gleich in den USA gründest? Das ist eine gute Frage. Also ich muss schon sagen, ich finde es, also mir gefällt es hier echt gut, so auch von der Mentalität. Ich glaube aber auch, dass in Deutschland, was ich extrem spannend finde, ist, dass halt noch mehr Potenzial ist, weil Deutschland natürlich bei dem Thema Digitalisierung allgemein noch nicht so weit ist wie hier. Es gibt noch nicht so viele Lösungen. Das heißt, eigentlich gibt es mehr Probleme zu lösen noch. Und das ist super spannend. Also vom Marktpotenzial kannst du in Deutschland und in Europa allgemein noch super viel machen. Und ich glaube, was so Europa allgemein angeht, ich habe letztens auch einen ganz spannenden Artikel gelesen, warum US-Investoren
sich Europa eher so vorsichtig nähern, weil es natürlich extrem fragmentiert ist. Du hast irgendwie verschiedene Länder, verschiedene Regularien. Aber ich glaube schon, dass Europa allgemein im Kommen ist. Du hast, wie gesagt, vor allem beim Thema Immigration, da passiert halt irgendwie viel. Es regt sich vielleicht alles so ein bisschen langsamer, aber es passiert halt schon was. Von daher ist es auch so, dass ich halt sage, ja, ich möchte da gerne aktiv bleiben. Ich bin auch jetzt nicht der allergrößte USA-Fan. Also ich wollte nie in den USA leben. Jetzt hat es mir doch besser gefallen als gedacht. Aber es ist schon so, dass ich jetzt sage, so ja, ich glaube, Deutschland ist halt, in Deutschland auch zu bleiben, in Deutschland zu gründen. Klar, es ist vielleicht irgendwie noch schwieriger, aber ja, das schreckt mich jetzt nicht ab. Okay, aber könntest du denn das gleiche Geld raisen in Deutschland wie hier? Ja, im Moment ist es für uns so ein ganz interessantes Zwischenstadium. Ich glaube, wir sind so ein bisschen, dadurch, dass wir jetzt eigentlich ein US-Unternehmen sind, sind wir für einige Investoren in Deutschland auch schon raus, weil die halt nicht in den USA, also nicht in US-Unternehmen investieren. Für die US-Investoren sind wir noch ein bisschen zu europäisch oder ein bisschen zu deutsch. Das heißt, ich glaube, jetzt gerade hängen wir irgendwie so ein bisschen in der Schwebe. Das ist ganz witzig. Wir kriegen aber halt schon, wir kriegen super viel Interesse aus Europa. Also ich glaube, ich habe mittlerweile mit eigentlich so jedem VC innerhalb Europas, also jeder, der relevant für uns, habe ich irgendwie mal gesprochen in den letzten 2-3 Wochen. Von daher, da waren auch, und ich glaube, da sind auch echt einige dabei, wo ich sage, die fand ich super, die würde ich gerne später noch an Bord haben, selbst wenn wir auch einen anderen US-Investor bekommen, weil ich auch schon sehe, dass die natürlich einen anderen Fußabdruck in Europa haben, uns da irgendwie helfen können. Und wir sind ja schon im Kern auch ein deutsches Unternehmen. Also von daher ist es auch so, würde ich einfach gerne, sag ich mal, so beide Seiten mit an Bord haben. Und das ist so das Ziel. Ich will jetzt nicht, mein Ziel ist es jetzt nicht zu sagen, ich möchte in die USA und ich möchte jetzt alles nur noch hier machen. Ist auch ganz witzig, so unsere Investor-Basis bisher ist auch sehr, sehr international aufgestellt. Also ich glaube, wir haben da jetzt auch schon irgendwie 3-4 Nationalitäten dabei. Von daher, das ist auch ganz, und ich glaube, genau dieses beim internationalen Geschäft ist es auch super spannend, wenn du Investoren von überall hast. Kriegst du eigentlich, wenn du sagst, du hast Investoren von unterschiedlichen Ländern, kriegst du unterschiedliche Ratschläge basierend darauf, wo die Leute herkommen? Also ich mache jetzt mal klischeehaft, sagt der amerikanische Investor, sagt go big, ja, international, und vielleicht ein europäischer ist vielleicht ein bisschen vorsichtiger und will vielleicht eher nachhaltigeres Wachstum. Na, ich glaube, es kommt eher darauf an, auch, ob du mit einem großen VC oder mit einem Angel, also ich glaube, da ist dann eher die Differenzierung, welche Richtung wir einschlagen. Wo es Unterschiede gibt, ist tatsächlich so, okay, worauf fokussiert ihr? Geht ihr eher stärker in Richtung B2C, macht ihr ein reines B2B-Unternehmen, baut jetzt eher so diese Marketplace-Seite aus, macht ihr halt eher eine tolle Immigration-Lösung. Also das ist halt eher das, so, okay, was ist eigentlich so das, wo ihr euch jetzt erst drauf konzentrieren solltet? Das ist das, wo die Investoren, glaube ich, sich eher so ein bisschen in unterschiedliche Richtungen bewegen. Verstehe. Interessant. Ich habe noch ein paar Rapid-Fire-Questions, Schnellfeuer-Fragen, um das Anglizismen zu vermeiden, die mich interessieren. Also die Regeln sind, beantworte so lange du willst. Ja? Ich habe ein paar Vorworte. Ich fange direkt mit der ersten an. Was ist die Fähigkeit, die dich am meisten auszeichnet? Wir haben schon viel über Stärken, Schwächen gesprochen. Jetzt bin ich gespannt. Ich überlege gerade, was andere Leute sagen würden. Ich glaube, es ist wirklich so dieses 20 Dinge gleichzeitig jonglieren. Ich glaube, ich bin extrem vielseitig. Franzi und ich sagen das immer, Franzi ist das Kaninchen, das sich in einen Tunnel eingräbt und ein Problem löst. Das kann ich gar nicht. Ich jongliere halt eher so 20 Sachen gleichzeitig. Ich vergesse aber auch eigentlich nie was. Also die Mädels wundern sich immer, wenn ich dann so nach 3 Wochen wieder mit einem Thema aufkomme und dann so, ah ja, das hast du ja doch nicht vergessen. So ist das ganz witzig. Eine bewundernswerte Fähigkeit. Welche Fähigkeit bewunderst du am meisten in anderen? Geduld. Das fehlt mir noch. Das passt zur ersten Antwort. Hast du einen Rat, den du den Hörern geben willst, die vielleicht schon lange an einer Idee nachdenken? Ich glaube, es ist wirklich, sucht euch die Leute, ich glaube wirklich zu dieser Themenaspekt, sucht euch die Leute, die euch dabei helfen. Ich glaube, man kann alleine gründen, aber ich stelle es mir einfach extrem unspaßig vor, weil das sind so viele Täler, die du halt durchstehen musst. Und ich glaube wirklich so dieses, was ich halt merke, ich glaube, ohne meine beiden Mitgründerinnen hätte ich es niemals gemacht. Also der größte Ratschlag ist einfach, das muss irgendwie niemand sein, der jetzt vielleicht die größten Fähigkeiten mitbringt und so weiter, sondern einfach, der dich halt komplementiert und guck halt eher, dass es sich gut anfühlt und dass du halt wirklich sagst, okay, du hast das Vertrauen, du kannst dich darauf verlassen und dann kann man echt extrem viel zusammen schaffen.
Auf welche Errungenschaft bist du am meisten stolz? Oder am stolzesten? Ich weiß es gar nicht, was es ist. Am meisten stolz. Nee, am stolzesten. Auf welche Errungenschaft bin ich am stolzesten? Ich bin mal einen Marathon gelaufen. Ich werde es nie wieder machen in meinem ganzen Leben. Ich bin eigentlich eher so ein unsportlicher, faul nicht, aber schon eher so ein bequemer Mensch. Und da bin ich halt einmal so komplett an meine Grenze gegangen. Würde ich nicht nochmal machen, aber es war wirklich so das, wo ich dann gedacht habe, okay, ich mit meinen kurzen Beinen habe ich dieses Ziel geschleppt. Wo warst du denn gelaufen? In Berlin. Hey, Berliner Marathon. Mhm. Schön, schöne Strecke. Ich kann es nie. 10 Kilometer anschließend wird mir langweilig. Und ja. Naja. Welche Person hat dich am meisten inspiriert? Bitte sag nicht Elon Musk. Nee, das glaube ich eher nicht. Oh, inspiriert. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, jetzt in letzter Zeit sind es halt wirklich immer, also sind es halt immer mehr so Gründerinnen. Ich folge vielen bei Instagram, gucke mir so an, was sie machen. Also ich glaube zum Beispiel auf so persönlicherem Level auch zum Beispiel die, also Jana von Tandemploy. Weil die hat einfach, die sind quasi einen ähnlichen Weg gegangen wie wir so 2-3 Jahre vorher. Das heißt, das war immer so jemand, der mir viel beigebracht hat. Dann natürlich, sag ich mal so, ja, Lea-Sophie Kramer und Verena Pauster, so was die so machen. Das ist natürlich immer so, sag ich mal, die andere Generation. Und ansonsten aber auch wirklich so viele Leute in meinem Umfeld, bei denen ich halt immer gemerkt habe, also ich bin schon jemand, ich war jetzt nie extrem gut, also ich war jetzt, wie gesagt, ich war nie der Einserkandidat, ich war zum Beispiel auch im Bachelor, hatte ich immer so meine zwei Lernpartnerinnen, die mich eigentlich so durchs Studium, die mich dazu gebracht haben, dass ich mich da mal hinsetze und ein Ingenieurstudium überhaupt schaffe. Das heißt, ich hatte auch wirklich sehr viele Leute so nahe an mir dran. Genau. Und meine Mutter, weil meine Mutter, glaube ich, auch, das war ganz witzig, weil sie halt wirklich also meine Eltern haben meinen Bruder sehr, sehr früh bekommen, noch so in der Schulzeit. Und meine Mutter trotzdem hat dann Abi gemacht, hat studiert, hat halt irgendwie alles gemacht und war halt auch, ist halt immer arbeiten gegangen. Also hatte halt immer, ich glaube, sie hat wieder angefangen, irgendwie, als ich 6 Wochen alt war. Und so dieses, ich glaube, es hat mich extrem geprägt, dass ich jetzt nicht dieses extrem traditionelle Bild zu Hause hatte. Das ist bewundernswert, ja. Welches Startup hat dich im Y Combinator am meisten beeindruckt und warum? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da gibt es verschiedene Ebenen. Ein Startup, was ich halt echt ganz cool fand, aber auch so vor allem, ich sag mal jetzt vor allem vom Team her, Monaru, die kommen aus Irland, sind also super jung noch alle und sind aber extrem, also vor allem so, sag ich mal, von der Tech-Seite, haben uns auch immer geholfen, wenn wir irgendwelche Fragen hatten. Die sind einfach als Team einfach extrem stark, so vor allem für das Alter, was sie haben. Die fand ich echt ganz gut. Dann war in unserer Untergruppe noch ein Startup aus Kanada, Hatchways, bei denen, das war das zweite Unternehmen, was sie schon gegründet haben, und das sind eben zwei Gründer, die auch einfach extrem, extrem fit sind. Und wo man schon merkt, dass sie auch eine super gute Dynamik untereinander haben, also auch von der Aufgabenteilung, dass du schon merkst, okay, die können auch zusammen echt was Großes aufbauen. Und da muss ich sagen, vor allem im letzten Monat bin ich immer stärker so in diese Latino-Gruppe reingekommen, weil ich habe auch lange in Argentinien gelebt, in der Dominikanischen Republik, das heißt, mein Spanisch ist schon auf einem deutlich besseren Level als mein Englisch, und als sie das da mitbekommen haben, haben die mich eigentlich jetzt adoptiert und genau, dann bin ich jetzt Teil von der Gruppe geworden, und ich fand es extrem spannend, wie gute Startups da aus Lateinamerika eigentlich kommen. Also die haben alle super Traction, haben jetzt auch alle echt ein gutes Funding bekommen. Und was ich da total cool finde, ist, dass sie im Endeffekt beides kombinieren. Also die können trotzdem noch das Leben genießen und Spaß haben und haben aber extrem gute Unternehmen und sind auch super fokussiert. Also das waren einfach so ein paar Unternehmen. Ich glaube, das kriegt man in Deutschland gar nicht so sehr mit, was in Lateinamerika, ja, in Südostasien abgeht. Ja. Ich war vor ein paar Wochen in Südostasien und wir haben da in so eine Immersion gemacht und haben uns das Land, und es ist unglaublich, was für eine Dynamik da ist und auch wie die Internetpenetration steigt. Das ist wirklich beeindruckend. Ja. Was glaubst du, ist das beste Alter, eine Firma zu gründen? Eher jung oder eher alt? Ja, da habe ich tatsächlich oft drüber nachgedacht, weil ich hier schon
merke, dass es super viele jüngere Gründer gibt. Ich glaube, das liegt auch daran, dass du in den USA einfach auch früher fertig bist. In Deutschland bist du ja tendenziell eher älter. Ich weiß aber nicht, ob das unbedingt besser ist, weil ich schon merke, dass es da verstärkt, dass die jüngeren, also vor allem die extrem jungen Gründer schon verstärkt irgendwie Probleme haben, dann auch, wie gesagt, so Teamkommunikation, aber dann halt auch stehen ja Aufgaben gegenüber, wo du einfach nicht die Reife fährst, dann einfach zu sagen, okay, gut, ich komme da jetzt durch. Also ich glaube, man ist einfach noch nicht so belastbar. Man muss halt einfach eine deutlich steilere Lernkurve hinlegen. Ich glaube, es ist halt natürlich ein Vorteil. Ich glaube, es wird, und das ist natürlich immer noch schade, aber es ist halt so, wenn du halt Familie hast, dann wird es halt nicht unbedingt einfacher. Weil es natürlich so dieses, du brauchst schon irgendwie eine gewisse Flexibilität. Ich glaube, wenn du halt sehr, sehr junge Kinder hast, das ist halt natürlich dann, ich glaube, es ist halt alles machbar, aber ich glaube, ich würde schon eher gucken, dass ich es früher mache, weil du dann natürlich, du hast noch nicht so Fixkosten, du hast halt irgendwie weniger Risiko, du kannst halt irgendwie, wie gesagt, dein Burn dann auch deutlich geringer halten und hast halt auch noch so die Zeit und das Durchhaltevermögen. Das heißt, irgendwo so in der Mitte, ich glaube, es ist halt, ich glaube, ich würde es wahrscheinlich auch wieder so machen wie jetzt, dass du schon vielleicht so ein bisschen Arbeitserfahrung hast. Also entweder noch im Studium, wenn du halt irgendwie echt eine coole Idee hast und, sag ich mal, die Arbeitserfahrung nicht brauchst. Oder halt einfach in so einem Stadium, wo du halt sagst, okay, ich habe jetzt ein bisschen Arbeitserfahrung, ich bin irgendwie reif genug, habe vielleicht auch ein bisschen Rücklagen und versuch das dann mal. Was machst du in deiner Freizeit? Wie kommst du runter? Ich muss dir das Bild malen. Du hast einen erfolgreichen Tag gehabt. Ja, du hast irgendwie in Kanada mit jemandem gesprochen oder Investoren ein Gespräch gehabt. Jetzt musst du was Cooles machen abends. Was machst du? Wie kommst du runter? Also ich muss halt sagen, in letzter Zeit war, glaube ich, so meine Work-Life-Balance tatsächlich nicht so gut, weil ich natürlich dann auch viele Gespräche mit Deutschland hatte. Das heißt, dann hast du natürlich immer die Randzeiten voll. Am Anfang, ich habe mein Surfboard aus Deutschland mitgebracht. Das heißt, am Anfang war ich auch vor allem am Wochenende dann immer noch mal surfen. Das habe ich jetzt leider seit einem Monat nicht mehr geschafft. Ja, ich überlege gerade, ich habe mit Freunden, also meiner Mitgründerin, letztes Jahr eine Yogalehrerausbildung gemacht. Das war auch ganz cool, weil das halt einfach eine super Ergänzung zur Gründung war. Das heißt, da bist du wirklich gezwungen, am Wochenende nochmal runterzukommen. Wir haben am Anfang ja auch Yogakurse umsonst angeboten, das haben wir jetzt aber auch in letzter Zeit nicht mehr geschafft. Und die eine Sache, die mich aber abends immer runterbringt, ist zu kochen. Also ich bin tatsächlich so, wenn ich es nur für mich mache, bin ich mir zu faul und dann bestelle ich mir auch gerne mal was. Aber ich liebe es, also ich mein Spitzname, Lisa und Franz, die nennen mich manchmal die dicke Bertha, also weil die hat immer meinen, dass ich dann wie so eine dicke italienische Mutti werde, wenn ich halt koche. Ich liebe es, für 10 Leute zu kochen, irgendwie 3 Töpfe und dann Chaos in der Küche zu machen. Ich glaube, das sind so meine Bauernhof-Vergangenheit. Ich glaube, meine Oma war halt auch immer zu jedem Zeitpunkt darauf vorbereitet, dass mindestens auch 10 Leute extra kommen, hat immer wahnsinnig viel gekocht. Und ich glaube, das hat auf mich so ein bisschen abgefärbt. Also das ist so immer, das bringt mich auch echt runter und das bringt mir auch Spaß. Das hört sich super an. Und dann zum Abschluss unseres Gesprächs, die Frage, die ich jedem meiner Gäste stelle. Was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Den ich bekommen habe oder den ich selber auch geben würde? Du kannst die Frage so definieren, wie du möchtest. Du kannst auch gerne beides erzählen. Beste Ratschlag, den ich jemals bekommen habe. Ich glaube, der beste, ich würde es vielleicht sogar ein bisschen andersrum, also Ratschlag, ich glaube tatsächlich eher so Feedback, hat mich, glaube ich, noch stärker geprägt. Das ist halt was ich bei BCG extrem stark mitgenommen habe, weil du da natürlich auch eine ziemlich starke Feedback-Kultur hast. Und so für mich, das war aber schon eher was Persönliches, weil ich halt ich bin halt eher ein emotionaler Mensch. Also ich bin impulsiv, ich reagiere halt auch manchmal sehr stark und so dieses, dass du halt auch schon gucken musst, sehr, sehr stark gucken musst, so was ist so meine Perspektive, was ist so die Perspektive des anderen. Das war sowas, wo ich extrem viel von gelernt habe, also auch mich selber zu reflektieren. Und so ein Ratschlag, ich glaube, so ratschlagmäßig ist tatsächlich, dass du musst nicht in allem gut sein, du musst halt, ich glaube, die Stärke ist halt eher herauszufinden, was deine Stärke ist, weil du kannst nur in dem gut werden, was dir auch Spaß bringt, kannst dich da halt auch weiterentwickeln, das heißt, es ist halt eher besser zu wissen, was ist meine Stärke, wie kann ich die ausbauen, bei den Schwächen musst du vielleicht da musst du dran arbeiten, auf einen gewissen Punkt kommen, aber es ist 1000-mal schwerer, irgendwie eine Schwäche zu einer Stärke zu machen, als halt irgendwie so in einer Sache dann wirklich gut zu werden. Ich glaube, das war für mich, kommen wir jetzt wieder ein schöner Bogen an den Anfang mit dem, sag ich mal, mein Twitter-Handle da.
ich bin, natürlich war es für mich halt irgendwie schwer zu sehen, ich war im Wirtschaftsingenieurwesen, ich hatte nie gute Noten, ich war nie die Beste, ich war auch bei BCG nicht die Beste und es hat schon lange gedauert, bis ich jetzt so wirklich das gefunden habe, wo ich eigentlich gut drin bin und so dieses, deswegen bin ich da jetzt unglaublich dankbar für, dass ich jetzt, sag ich mal, in meiner CEO-Rolle zu, sag ich mal, 80% der Zeit Sachen mache, die mir auch liegen. Aber es ist natürlich auch schon, natürlich war es halt schmerzhaft vorher so zu sehen, was kann ich eigentlich auch nicht. Aber jetzt gerade hilft es mir, weil ich dann einfach wirklich, wenn eine Aufgabe kommt, dann eher sagen kann, so Franzi, Lisa, könnt ihr mir da irgendwie helfen? Weil ich kann es halt machen, aber es wird halt nicht gut. Und ich glaube, das ist halt wirklich das dann zu sagen, okay, ich gestehe es mir ein, ich kann das einfach nicht. Mhm. Genau, dann nicht eher auf die Sachen zu konzentrieren, die dir liegen. Okay. Das heißt, in jungen Jahren schon einiges ausprobieren, feststellen, was dir Spaß macht, was nicht Spaß macht. Ja. Und die Stärke dann ausbauen. Ja, genau. Und vor allem auch, ich meine, ich bin jetzt auch, klar, wenn ich jetzt irgendwie so als Produktmanager oder als Design, also wenn mir die Sachen halt einfach eher liegen, dann ist es natürlich was komplett anderes als irgendwie ein Ingenieur sein, um da dann auch zu sagen, ja, du musst auch nicht, du musst jetzt nicht immer nur dem folgen, was jetzt am prestigeträchtigsten ist und was irgendwie von anderen gut angesehen wird, sondern eher dann sagen, okay, das und das liegt mir halt besser, dann werde ich da drin halt einfach extrem gut, auch wenn es halt schwierig ist. Mhm. Hanna, wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich kann sagen, du hast unseren kleinen Anglizismus-Wettbewerb klar gewonnen. Ich war sehr, sehr schlecht. Ich will dir sagen, was mich an dem Gespräch unheimlich, was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, ist, dass wir deine Idee, die ja, sagen wir mal, sehr einfach zu beschreiben ist mit, okay, wir helfen internationaler Mobilität, aber so aufgedröselt haben, dass man eigentlich das Potenzial dieser Idee mit dem Marktplatz, ne, und dass da eigentlich auch vielleicht sogar irgendwann vielleicht sogar eine kostenlose Lösung ist, die eigentlich viel mehr Potenzial auf der anderen Seite hat. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Deshalb vielen Dank, dass du da warst und ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß mir gemacht. Mir hat auch sehr viel Spaß gemacht. Super. Danke für die Einladung. Ja, danke. Das war mein Gespräch mit Hanna. Ich habe selten so viel gelacht wie in diesem Gespräch. Hanna ist einfach eine inspirierende Persönlichkeit und nimmt sich selbst nicht so schwer. Wenn ich es zusammenfassen müsste, dann habe ich mindestens 4 Sachen mitgenommen, die Hanna wiederum aus ihrer Zeit im Y Combinator gelernt hat. Erstens, sei bold. Das heißt, denke groß und sei wagemutig. Hanna hat erzählt, wie andere Gründer in diesem Programm viel, viel stärker die große Vision, die vielleicht erst in ein paar Jahren realistisch ist, verkauft haben, anstatt die aktuelle Situation oder gar die aktuellen Probleme auch nur anzudeuten. Zweitens, just do it. Einfach loslegen, klein testen und dann weitermachen. Hanna hat am Anfang ihre Dienstleistung so gut wie verschenkt, nur damit sie anderen Unternehmen den Beweis erbringen konnte, dass sie es tatsächlich hinbekommen können. Auch die super frühe Internationalisierung finde ich mutig, da sie so direkt eine internationale DNA in ihr Produkt einbaut. Drittens, Fokus. Jetzt könntest du sagen, Moment, wäre es nicht gerade Fokus, in Deutschland zu bleiben und nicht nach USA und Kanada zu expandieren? Ja, wahrscheinlich schon. Aber selbst mit so einem breiten Ansatz versucht Hanna und ihr Team fokussiert zu bleiben. Wenn sie erzählt, wie sie in kürzester Zeit einen Prototypen oder MVP für den kanadischen Markt zusammengezimmert hat, dann ist das auch eine Art von Fokus. Viertens, in Deutschland gibt es wahnsinnig viele Chancen, auch wenn wir ein paar mehr weibliche Gründungsvorbilder brauchen. Hanna hat einen tollen Blick auf Deutschland. Klar, viele meckern immer rum, dass uns ein bisschen die Startup-Kultur fehlt. Aber das bedeutet für diejenigen Unternehmen gleichzeitig, dass es noch viel mehr Chancen gibt als in den USA, wo gefühlt jede Idee schon 3-mal probiert wurde. Als sie erzählt hat, was für Fragen ihr von Investoren gestellt wurden, also wie das Ganze denn weitergeht, wenn sie Kinder bekommen, hat mich das persönlich etwas betroffen gemacht, weil das natürlich genau nicht der richtige Weg ist, das Unternehmergehen, den Mut und den digitalen Optimismus in viel mehr Leuten zu wecken. Das war's für heute. Melde dich unbedingt zum Newsletter an auf www.digitaleoptimisten.de, in dem ich die Sachen aufschreibe, die mich in der Woche bewegt haben hier im Silicon Valley. Ich freue mich sehr über deine Bewertungen auf Spotify, iTunes oder wo auch immer du den Podcast gerade hörst. Bis zum nächsten Mal.